Wir kommen zur zweiten Runde unseres Kongresses Barrierefrei und Inklusion in Arbeit und Gesellschaft. Wir wissen, dass in dieser Woche auch das große Monitoring ist. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention, welche Fortschritte im Bereich der Menschenrechte in der Inklusion macht Deutschland? Und es war auch wichtig, dass wir, bevor dies in Genf dann auch verhandelt und berichtet wird, dass wir beispielsweise unsere Institution, die Institution für Menschenrechte, auch mit dem Status A dort haben und dass wir dann auch Handlungsempfehlungen mitnehmen können, die die politische Arbeit hier in Deutschland weiter beeinflussen wird. Und dass dies auch so möglich war und so erreicht wurde mit Verbesserungen dieser Institution, nämlich weniger nah an der Regierung, mehr näher am Parlament. Und dass wir natürlich dann auch bei den verschiedenen Themen Vergleichsuntersuchungen anderer Staaten mit aufnehmen. Das ist auch etwas, was unser Kanzleramtsminister Peter Altmaier durchgesetzt hat. Ich möchte mich bei dir dafür bedanken, dass du so kraftvoll dafür gekämpft hast. Und es gibt noch ein zweites Thema, wo Bund und Länder derzeit streitig, auch ein Stück weit auf die heilenden Hände von Peter Altmaier ein Stück weit mit angewiesen sind. Das ist die Frage der Teilhaberegelungen, des Teilhabegesetzes. Aber es gibt auch seit Monaten ein Angebot des Bundes, einen Opferfonds aufzubauen für misshandelte, behinderte Heimkinder. So wie bei den ersten Opferfonds, der sich finanziert aus Mitteln des Bundes, aus Mitteln der Bundesländer und aus Mitteln der Kirchen und ihrer Verbände. Und bei der letzten Arbeitssozialministerkonferenz im November, hat der Bund nochmal sein Angebot unterbreitet, diesen Opferfonds endlich zu starten, auch Gelder bereitgestellt. Die Kirchen haben signalisiert, dass sie mitziehen. Bayern hat signalisiert, dass es mitzieht. Alle anderen Bundesländer haben abgelehnt. Und das halte ich auch für einen Skandal. Wer gute Teilhabe will in der Zukunft, der muss auch die Sünden und das Versagen in der Vergangenheit aufarbeiten. Und deshalb, wir haben einiges zu verhandeln zwischen Bund und Ländern. Und ich freue mich, dass Peter Altmaier heute unter uns ist, dass er ein Grußwort sprechen wird zu dem, was beim Thema Inklusion, Zusammenwirken, Teilhaben in der Gesellschaft mittendrin statt daneben, wie wir das weiter politisch vorantreiben können. Peter, komm nach vorne. Ich begrüße auch unseren Generalsekretär Peter Tauber, beide mit dem gleichen Vornamen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bundesländern, lieber Uwe Schummer, lieber Peter Tauber, lieber Hubert Hüppe, und alle anderen Kollegen, die ich hier irgendwo zwischen den Reihen erspähe, bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Ich bin kein Experte in diesem Bereich, so wie der Staatssekretär Karl-Josef Laumann und viele andere das seit Jahren sind. Aber ich bin trotzdem sehr gerne gekommen und habe mich gefreut. Zum einen, weil ich mit Uwe Schummer seit vielen, vielen Jahren eng zusammenarbeite und wir teilen in den allermeisten streitigen Fragen die gemeinsame Überzeugungen, auch wenn ich es als Chef des Kanzleramtes nicht immer so deutlich und laut aussprechen kann, wie das für den Uwe möglich ist, weil ich für die ganze Koalition erarbeiten muss. Aber ich bin vor allen Dingen deshalb gerne gekommen, weil ich es für wichtig halte, dass wir solche Tagungen und Kongresse durchführen. Und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig und auf allen Ebenen. Und deshalb überbringe ich Ihnen die Wünsche und die Grüße der Bundeskanzlerin, die sich heute Nachmittag mit einem Staatsbesuch aus einem europäischen Mitgliedsland treffen wird, um wichtige Entscheidungen und Dinge vorzubereiten und sie herzlich grüßen lässt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gut aufgehoben ist. Wir haben immer gesagt, dass vor allen Dingen nach den leidvollen Erfahrungen im Dritten Reich für uns der Mensch eben in seinem Wert nicht zur Disposition steht, dass der Mensch und sein Wert nicht ideologisch bestimmt werden, dass jeder Mensch
nicht nur gleiche Rechte, sondern auch einen gleichen Wert hat, und zwar ganz egal, ob er arm oder reich, groß oder klein, behindert oder nicht behindert ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt unserer Philosophie. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis in das Thema Politik für Menschen mit Behinderungen richtiger Zug reingekommen ist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Denn es kann doch so schwer nicht sein. Und die Antwort ist, dass ich glaube, dass es eben einem Nichtbehinderten viel schwerer fällt, sich in die Perspektive eines behinderten Menschen hineinzuversetzen und zu erkennen, dass Behinderung eben nichts zu tun hat mit persönlichem Pech oder Versagen oder Fehlern, die man gemacht hat, in den allermeisten Fällen jedenfalls, sondern dass es durch Geburt, durch Unfall, durch Krankheit zu Behinderungen kommen kann. Und manch einer, der vor Kraft jahrelang nicht laufen konnte, konnte dann von heute auf morgen überhaupt nicht mehr laufen, weil er durch einen Unfall oder durch ein anderes Ereignis dann plötzlich den Perspektivwechsel mitgemacht hat, der einem Gesunden so schwer fällt, sich vorzustellen. Oder wenn man als Gesunder in der Situation ist, dass man unter das Messer muss für eine ganz normale Meniskusoperation, wie das mir vor 10 Jahren passiert ist, und dann stellen Sie plötzlich fest, wenn Sie alleine leben, was es für ein Akt ist, mit 2 Krücken, ein Teller mit einem schönen Schweineschnitzel von der Küchenzeile zu dem 1,50 Meter entfernten Tisch zu bugsieren. Ja? Ich rede gar nicht erst vom Eis und von den Pralinen und vom Kuchen, aber man stellt dann fest, dass plötzlich 2 oder 3 Stufen eine riesige Herausforderung sind. Mein eigener Vater hatte das Pech, dass er mit 29 Jahren als Bergmann sein rechtes Bein verloren hat. Praktisch bis hier oben hin in den Oberschenkel und dann den Rest seines Lebens behindert war. Und er hatte das Glück, dass in den 60er Jahren die ersten Autos mit Automatik eingeführt wurden, dann konnte er wenigstens Auto fahren und hatte Mobilität. Aber vielen Menschen waren diese Mobilitätsmöglichkeiten jahrzehntelang verbaut, weil niemand daran dachte, für wenige 100 oder 1000 Betroffene bundesweit angemessene Lösungen zu entwickeln. Und das ändert sich Gott sei Dank. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren mehr Fortschritte gemacht haben als in den Jahrzehnten davor. Und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur was öffentliche Ausgaben angeht, was das Bewusstsein angeht, dass es nicht um Almosen geht oder um Zugeständnisse, sondern um selbstverständliche Möglichkeiten, auf denen die Betroffenen Anspruch haben, sondern auch im Übrigen, was den Umgang mit Behinderungen angeht. Und da möchte ich mich vor allen Dingen bedanken bei den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die in der Schule dafür sorgen, dass die jungen Menschen heute mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Wir haben das zu meiner Zeit in der Schule, ist darüber überhaupt nicht gesprochen worden. Heute wird es offensiv thematisiert. Und es führt dazu, dass junge Menschen, die mit einer Behinderung leben, ganz anders und viel selbstbewusster auftreten. Und es führt dazu, dass andere, die mit diesen jungen Menschen leben, das auch mit anderen Augen sehen und vielleicht weniger Witze und Scherze darüber machen. Und dieser Prozess, den wir angegangen sind, ist natürlich noch längst nicht zu Ende. In jeder Koalition, in jeder Regierung werden neue Akzente gesetzt. Und wir haben, kann nicht oft genug sein, gesagt werden, die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009 war ein wichtiger Meilenstein. Damals, lieber Karl Josef, war ich als Staatssekretär im Bundesinnenministerium daran nicht ganz unbeteiligt. Und da gab es in der Regierung auch Widerstände. Weil viele sagten, oh mein Gott, das kann dann irgendwann mal ein Pull-Faktor werden, wenn dann Leute sich womöglich noch für ein Asylrecht auf eine Behinderung berufen. Oder solche Dinge. Da sind die allerkomischsten Argumente herangezogen worden. Und wir haben dann diese Konvention gezeichnet und ratifiziert. Und wir stellen fest, die Erde dreht sich immer noch um die Sonne. Die Welt ist nicht untergegangen. Und für viele, viele Menschen war damit aber ein Signal der Ermutigung verbunden. Dass wir nicht mehr über Fürsorge reden und Integration, sondern über Inklusion, ist zweitens ein Punkt, der in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden kann. Auch das ist im Alltag noch nicht immer ausgefüllt. Und so wie ich Ihnen vorhin sagte, wir müssen lernen, dass auch diejenigen, die keine Behinderung haben, sich in die Perspektive von Menschen mit Behinderung hineinversetzen.
möchte ich diejenigen unter Ihnen, die mit Behinderungen leben und mit ihnen zu kämpfen haben, auch ermuntern, uns nochmal ihre Probleme und ihre Beobachtungen mitzuteilen. Oftmals weiß man es nicht so genau. Ich habe als junger Mensch mich politisch engagiert im Jahre 1974 für eine Sperrung einer Durchgangsstraße. Das hat mit Ihrem Thema wenig zu tun, aber da fuhren Jugendliche morgens in die Schule und durch die Durchgangsstraße, das war so eine Umgehungsstraße, fuhren Autos, die abkürzen, den Stau abkürzen wollten, und es kam mehrfach zu schweren Unfällen, wo dann übrigens auch Jugendliche ihr Leben lang behindert waren. Und da ich auch zu denen gehörte, die mit dem Fahrrad durch diese Straße fuhren, haben wir dann in der Schülerunion einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben und gedacht, naja, das ist ein Sozialdemokrat, da müssen wir wahrscheinlich lange kämpfen, weil der doch nur an die Autofahrer denkt. Nach 4 Wochen kam die Antwort und dann hieß es, wir haben Ihren Vorschlag geprüft, der ist vernünftig, die Straße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es hatte nur die ganzen Jahre niemand daran gedacht. Und deshalb brauchen wir Wächter und Leute, die uns auf die Dinge aufmerksam machen, die zu leisten sind. Es ist so, dass wir vor allen Dingen mehr Durchlässigkeit brauchen. Es fängt in der Schule an, wo wir für Inklusion werben müssen. Es geht aber in allen Lebensbereichen weiter. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich weiß, dass im Augenblick sehr viel diskutiert wird über das Thema Bundesteilhabegesetz. Das steht im Koalitionsvertrag. Und wir haben gleichzeitig dort hineingeschrieben, dass die Kommunen um 5 Milliarden Euro ab 2018 entlastet werden. So. Und jetzt gibt es eine Diskussion, was ist denn damit verbunden? Die einen sagen, wäre doch ganz schön, wenn man mehr Geld hätte für das Bundesteilhabegesetz. Und dann könnten wir endlich mal ein paar Standards nach oben schrauben. Die anderen sagen, wenn es dazu führt, dass am Ende alles für alle teurer wird, dann werden die Kommunen nicht entlastet, sondern belastet. So. Und deshalb sind wir in der Frage, wie wir mit diesem Gesetzentwurf umgehen, noch nicht am Endpunkt der Beratungen angekommen, ob wir die Leistungen direkt übernehmen ab 2018, ob wir sie, wie es im Augenblick eher aussieht, auf anderem Wege den Kommunen geben. Das alles ist noch offen und daran orientiert sich auch der weitere Fortgang der Beratung. Ich will allerdings Folgendes sagen. Obwohl ich als Regierungsmitglied vom Bundesfinanzminister keinerlei Ermächtigung habe, irgendwelche neuen Ausgabetatbestände zuzusagen. Und darauf lege ich großen Wert, sonst kriege ich noch größere Schwierigkeiten. Ich habe für viele der Argumente, die gebracht werden, Verständnis. Und eine Geschichte, die zum Beispiel Geld kosten wird, das ist, wenn man auf die Anrechnung privaten Vermögens in größerem Umfang als bisher verzichtet. Und da sagen viele, warum soll denn das nicht gemacht werden? Und dann sage ich ja, weil ihr die falsche Perspektive habt. Ich war 1990 EU-Beamter in Brüssel für das freizügigkeitsspezifische Sozialrecht. Und dann habe ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen aus den skandinavischen Ländern unterhalten, die damals der EU beigetreten sind. Und die haben gesagt, für uns gibt es eine ganz klare Regelung. Es gibt Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht ihr eigenes Einkommen erwirtschaften. Die bekommen bei uns Sozialhilfe, die bekommen Fürsorge. Und es gibt Menschen, die nie imstande waren, ihr Einkommen selbst zu erarbeiten. Das sind Menschen, die mit Behinderungen auf die Welt gekommen sind oder im Kindesalter behindert wurden. Und für diese Leute erbringen wir keine Leistungen der Fürsorge und der Sozialhilfe, sondern Leistungen der sozialen Sicherheit, wie für jeden Rentner und für jeden, der einen Arbeitsunfall hat, auch. Und dazu passt dann eben keine Bedürftigkeitsprüfung. So, und das ist eine Frage der Perspektive. Und ich finde, Sie müssen diese Debatten und diese Diskussionen führen. Wir werden sicherlich das Gesetz nicht in den nächsten 14 Tagen verabschieden. Es gibt jetzt die ersten Besprechungen der Sozialpolitiker. Es wird noch einige Monate dauern, bis die Koalition zu einem Ergebnis kommt, was wir tun. Ich glaube, dass es sehr wohl Sinn macht, auch über ein Bundesteilhabegesetz nicht nur nachzudenken, sondern eines zu machen. Dann muss man allerdings auch die Frage stellen, inwieweit man dann den Bundesländern Spielräume bei der Umsetzung einräumt, so ähnlich wie das bei der Jugendhilfe geschehen ist. Es ist
keine leichte Aufgabe und ich gehöre, wie gesagt, nicht zu den Experten, die jede Verästelung im Gesetzgebungsverfahren nachzeichnen können. Ich will Ihnen aber sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir Menschen mit Behinderungen und ihre Probleme ernst nehmen müssen und dass sich das, was wir tun, auch in unserer praktischen Arbeit niederschlagen muss. Ich brauche überhaupt nicht darauf hinzuweisen, dass es auch in unserem wirtschaftlichen Interesse liegt. Weil auch Menschen mit Behinderungen imstande sind, einen enormen Beitrag für diese Gesellschaft und für diese Volkswirtschaft zu leisten. Wir haben in Deutschland heute 43 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und viele sagen, wir brauchen mehr und weitere Zuwanderung. Und da ist auch was dran und es wird niemals wieder eine Situation eintreten, wo ein hochentwickeltes Land wie Deutschland oder Frankreich ganz ohne Zuwanderung auskommen. Aber wir müssen auch einen Blick darauf werfen, welche Arbeitskräftepotenziale wir im eigenen Land haben, die nicht genutzt sind. Und meine Erfahrung ist, dass oftmals Menschen mit Behinderungen über Stärken verfügen in Bereichen, die sie unheimlich wertvoll machen für eine Arbeit, egal in welchem Fachgebiet auch immer. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir den Menschen den Weg zur Beschäftigung ebnen wollen, wenn wir die Potenziale, die wir haben, besser heben wollen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, wie wir neben Werkstätten auch andere Leistungsanbieter zulassen, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unterstützen. Sie alle kennen die Diskussion in ihren Details wesentlich besser als ich. Es gibt mit Sicherheit, wenn Sie dann darüber nachdenken, wie beispielsweise auch der Umgang und die Hilfe für Menschen mit Behinderungen ist, wenn sie älter werden. Ich habe eine Nachbarin, die ist auch auf den Rollstuhl angewiesen und die kann natürlich, solange sie einigermaßen jung und fit ist, ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie mehr Unterstützung und mehr Hilfe braucht. Und deshalb müssen wir uns auch in einer älter werdenden Gesellschaft mit demografischem Wandel die Frage stellen, was muss denn geschehen, dass auch ein Altern in Würde für diese Menschen mit Behinderungen in Zukunft möglich ist. Ich habe Ihnen einige Punkte genannt, die uns in der Bundesregierung umtreiben. Wir werden, und das kann ich Ihnen zusagen, immer dann, wenn Uwe Schummer, wenn Karl-Josef Laumann, wenn Hubert Hüppe und wie sie alle heißen, ich sehe noch mehr Kollegen hier im Rund, Matthäus Strebel, wenn sie ihre Stimme erheben, sehr genau aufpassen und hinhören. Und ich kann mit den schwachen Möglichkeiten, die der Kanzleramtsminister hat in der Politik, weil er kann immer nur werben, er kann nicht befehlen und er kann nicht anordnen, sondern er ist darauf angewiesen, dass die Kollegen ihn unterstützen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich werde mit dazu beitragen, dass in den Koalitionsausschüssen, in den Kabinettssitzungen und in all den Gremien, wo der Uwe und der Karl Josef nicht immer anwesend sind, auch dieses Thema seinen Stellenwert findet. Vielen herzlichen Dank. Ja, willkommen zurück. Ist an? Ja. Willkommen zurück zur zweiten Runde. Wir wollen da anknüpfen an ein Thema, was wir schon in der ersten Runde auch schon ein bisschen diskutiert haben, nämlich Arbeit und Beschäftigung aus der Praxis für die Praxis. Ich möchte dazu sagen, es hat in der Pause ein bisschen Beschwerden gegeben, dass einige Wortmeldungen nicht gesehen wurden. Ich werde darauf achten und wenn Sie aus der ersten Runde noch ein Anliegen haben, dann bitte gern noch mal zu Wort melden, auch wenn es jetzt nicht zum Thema Arbeit und Beschäftigung ist. Wir haben es in der Einleitung gehört, es gibt fast 1 Million schwerbehinderte Beschäftigte und ich habe bei der Bundesagentur für Arbeit nochmal die aktuellen Zahlen abgefragt. Im Februar waren 185.000 Menschen mit Behinderung als arbeitslos gemeldet, davon 70.476 im SGB III, sprich Arbeitsförderung, registriert und deutlich mehr, 114.623 im SGB II. Die Tendenz, auch das haben wir heute schon gehört, ist steigend, psychische Erkrankungen werden zunehmen, Belegschaften werden älter
Und die Bundesagentur für Arbeit stellt selbst in einer Broschüre fest, dass die Ursache für die Behinderung meist eine im Lebenslauf erworbene Krankheit ist. Und wie wir uns da besser drauf einstellen können, was wir müssen, was am Ende allen zugutekommen wird, den Unternehmen, den Betroffenen, der Gesellschaft, das möchte ich jetzt mit den Experten hier auf dem Podium diskutieren. Und da möchte ich zunächst ganz links von meiner Seite aus gesehen Herrn Alfons Adam begrüßen. Er ist Sprecher der Schwerbehindertenvertretung in der Automobilindustrie. Er ist zum einen Ansprechpartner nach innen als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen in der Daimler AG. Zum anderen aber auch nach außen. Er ist Konzern-Schwerbehindertenvertreter der Daimler AG Deutschland. Und er hat die ganze Bandbreite sozusagen im Blick. Also er beschäftigt sich zum einen mit der Ausbildung junger Menschen mit Behinderung, kümmert sich zum anderen aber auch um älter werdende Belegschaften. Herzlich willkommen, Herr Adam. Danke. Danke, dass Sie hier sind. Neben mir sitzt Monika Labrouillet. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, arbeitet seit 1993 im Bereich der beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens Füngeling-Router. Das ist ein Inklusionsdienstleister, der mit dem Prinzip der integrativen Arbeitnehmerüberlassung arbeitet. Und ein bisschen muss man sich, glaube ich, wie das Prinzip der Zeitarbeitsfirmen vorstellen, dass Arbeitnehmer mit Behinderung ausgeliehen werden, aber gleichzeitig von ihnen weiterqualifiziert werden. Da sind wir gespannt, später noch mehr darüber zu hören. Vielen Dank, dass Sie da sind. Meine nächsten Gäste sind im Doppelpack gekommen sozusagen. Ludger Peters und Herr Jan Barentsma. Sie sind beide von der Elterninitiative Kindertraum Nettetal. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der 1994 gegründet wurde, von einer Gruppe von Eltern mit behinderten Kindern, die wollten, dass ihre Kinder aus dem Kindergarten in eine Regelschule wechseln. Und dann hat die Gemeinde gesagt, ja, könnt ihr machen, aber es darf kein Geld kosten. Und die Arbeit hat sich inzwischen auf verschiedene Bereiche ausgeweitet, also nicht nur Schule, sondern auch Ausbildung, Beruf, Gesellschaft. Und beide sind momentan mit einem Projekt befasst, von dem wir gleich noch mehr hören werden, was ein ganz ungewöhnliches Projekt ist und wo auch der Anfang nicht ganz so leicht war. Aber inzwischen ist, glaube ich, der Erfolg oder die Umsetzung ganz gut gelungen. Sie haben auch noch Gäste mitgebracht, und zwar die leitende Sozialpädagogin, Frau Nicole Krohm, sowie 6 Betroffene, die an unterschiedlichen Standorten, an 3 Standorten im Arbeitsprozess begleitet werden vom Verein. Wo sind die denn? Können die mal kurz winken? Herzlich willkommen, schön, dass Sie mitgekommen sind. Ja, Herr Adam, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Wie stellen sich denn die Betriebe auf die Zunahme von Arbeitnehmern mit Behinderung ein? Und wie kann man, das ist ja eigentlich die Kernfrage, den ersten Arbeitsmarkt so organisieren, dass wenn Menschen mit Behinderung zurückkehren wollen, dass sie dann nicht rausgedrängt werden oder eben rausgemobbt werden? Ja, ich möchte auf alle Fälle erstmal damit anfangen, mich für die Einladung zu bedanken bei Uwe, bei Herrn Kauder. Weil als Sozi ist es ja nicht üblich, dass man auf einem Podium der CDU-CSU-Fraktion sitzt, auch wenn wir jetzt eine große Koalition haben. Also schönen Dank dafür, dass ihr mich zu Wort kommen lasst. Und auch, ich muss unbedingt einen erwähnen, mit dem ich 4 Jahre lang unheimlich gut zusammengearbeitet habe, empfinde ich zumindest so, und das ist Hubert Hüppe. Und ich darf als Sozi sagen, obwohl ich natürlich gegen Verena Bentele überhaupt nichts habe und sie sehr schätze und mag, ich fand es sehr schade, dass der Bundesbehindertenbeauftragte in der Situation der Großen Koalition nicht mehr Bundesbehindertenbeauftragter war, weil das Thema der Behindertenpolitik ein so schwieriges und umfangreiches Thema ist, in dem man erst wahrscheinlich wieder eine Regierungskoalition oder was auch immer braucht, um da wieder fest reinzukommen. Und Hubert war da richtig, richtig klasse auf dem Gebiet. Und wir waren viel zusammen unterwegs. Ich möchte mich einfach an dieser Stelle dafür, Hubert, bei dir nochmal herzlich bedanken. Und jetzt habe ich noch einen Satz zu sagen. Und den muss ich zu Herrn Laumann und den muss ich auch zu Herrn Kauder sagen. Ich bin als Schwerbehindertenvertreter und auch als politischer Akteur, ich bin auch zu Hause noch in meiner Gemeinde als Gemeinderat schon über 20 Jahre tätig, kümmere mich um Schulpolitik und all diese Dinge.
sehr lange jetzt an diesem Thema dran, schon fast 10 Jahre, um mitzuhelfen, etwas zu verändern in Deutschland, was uns hilft, das AREG und die UN-Behindertenrechtskommission umzusetzen. Und wenn ich dann von Herrn Laumann und von Herrn Kauder höre und auch von Herrn Kauder die Geschichte mit seiner Schwägerin, das macht mich dann sehr nachdenklich. Weil ich erwarte, egal von wem in der Politik eigentlich immer, Vorschläge zu machen, die uns weiterbringen in dem Inklusionsgedanken und die uns auf den Weg bringen, etwas mehr zu machen, als wir in der Vergangenheit gemacht haben und was wir auch vielleicht versäumt haben. Weil wenn ein Fraktionsvorsitzender die Geschichte mit seiner Schwägerin erzählt, und manche mögen ihnen dann in der Republik zuhören, das sind dann immer so Leute, die sagen, ist doch eigentlich alles in Ordnung, wenn der Kauder das so sagt. Und das finde ich eben nicht, weil der Volker Kauder auch nicht weiß, ich unterstelle es mal, wie es seiner Schwägerin gehen würde, wenn sie inklusiv untergebracht wäre, mit gesunden, mit nicht behinderten Menschen. Und ich finde das ein bisschen schade, wenn Politiker das immer so anführen. Und ich hoffe, dass ihr das dem Volker Kauder auch vielleicht von mir so weiterbringt. Also es schadet uns. Ja, und dann habe ich schon gesagt, oder Sie haben mich vorgestellt, ich bin einer derjenigen mit ganz wenig Lobbyismus hier in Deutschland oder ein Sprachrohr als Lobbyist sozusagen. Da gibt es viele andere, die, ich sag so mal, viel dichter an der Politik sind. Und so habe ich diese Veranstaltung auch heute verstanden. Ich dachte, heute kommen behinderte Menschen zur Sprache und eher nicht Verbände oder Institutionen, weil dann habe ich immer das Gefühl, wenn Verbände und Institutionen dort zur Sprache kommen, dass unsere Anliegen dann einfach untergehen. Und ich glaube, das Thema Lohngestaltung können wir getrost den Gewerkschaften überlassen, das kann eh kein Politiker bestimmen, so wichtig für es ist, für den Einzelnen noch sein mag. Es ist mir einfach ein Anliegen gewesen, das in dieser Runde einfach nochmal zu sagen. Und wenn ich sage, ich spreche von uns, ich bin auch schwerbehindert. Ich bin seit 1993 schwerbehindert, ich bin durch Fußball und Handball schwerbehindert geworden und ich will das auch extra so bewusst sagen, weil nicht jeder Schwerbehinderte in Deutschland ist so scheinbar schwerbehindert, wie du es zum Beispiel bist oder jemand, der gehörlos ist oder sowas. Wir müssen aufpassen, dass wir dort eine richtige Diskussion führen, weil wenn wir immer nur Rollstuhlfahrer oder immer nur Schwerstbehinderte in den Vordergrund schieben, habe ich das Gefühl, dass wir viele Arbeitgeber auch erschrecken bei dem Gedanken, wie kriegen wir es hin, behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance zu geben. Der größte Teil der Menschen sind eher so wie ich, die aus meinem Betrieb zumindest, und deswegen ist mir das einfach ein wichtiges Anliegen, das so zu sagen. Was erlebe ich auf dem ersten Arbeitsmarkt? Ich erlebe und ich muss diesen Zahlen glauben, dass wir ungefähr 37.000 Firmen haben, die keinen einzigen Schwerbehinderten beschäftigen in Deutschland. Beschäftigungspflichtige. Ich bekomme mit, dass ungefähr 100.000 Unternehmen die Beschäftigungsquote in Deutschland nicht erfüllen. Ich bekomme mit, dass Unternehmen, die eine Beschäftigungsquote von 3,5% in Deutschland haben, von Politik hofiert werden, weil sie angeblich vorbildlich sind, weil sie einen Aktionsplan abgeschlossen haben. Niemand hinterfragt aber, wie wird denn dieser Aktionsplan überhaupt gelebt? Verstehen Sie, was ich sagen will? Ich bekomme diese Veranstaltung auch im Positiven mit, aber ich merke eigentlich insgesamt in Deutschland nicht so unbedingt, dass sich auf dem ersten Arbeitsmarkt was bewegt. Ich erlebe, und da haben wir erstens eine Zahl gehört, dass die Behindertenwerkstätten stetig steigen. Ich erlebe als jemand, der in Bremen im Integrationsbeirat ist, wo über Förderhilfen entschieden wird, ich erlebe Anträge, wenn wir unsere Sitzungen haben, von Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt, ich sage nur mal eine Summe, die spinne ich mal so dahin, von 17.000 Euro für ein Vierteljahr, dann treffen wir uns erst wieder. Und ich erlebe Anträge, die durchgewunken werden sollen von mehreren Millionen Euro für Behindertenwerkstätten. Und das ist natürlich etwas, das eigentlich diesem Gedanken der Inklusion aus meiner Sicht völlig widerspricht. Ich erlebe weiter, dass nicht nur große, sondern auch mittlere Unternehmen sich aufgrund des Marktes, auf Druck des Marktes hin, immer mehr verschlanken müssen, dass immer mehr Arbeitsplätze, die wir, wenn wir sie schon für unsere Belegschaft, die wir in den Betrieben haben, verloren gehen, wo wir unsere Schwerbehinderten und
auch, ich sag mal, auch älteren Menschen, das darf man fast nicht mehr auseinanderbringen, einsetzen können, gehen verloren. Ich erlebe den Druck dieser Märkte auf unsere Betriebe und ich erlebe eigentlich immer weniger Bereitschaft, etwas mehr dafür zu tun, sondern es wird eigentlich immer weniger. Ich erlebe Unternehmen, die schwer behinderte Menschen und in besonderer Weise, wenn sie dann auch noch eine psychische Erkrankung erleiden, eher aus dem ersten Arbeitsmarkt rausdrängen und die vielleicht dann irgendwann eine Chance in der Werkstatt wiederfinden. Obwohl unsere Gesellschaft eigentlich ihr Teil dazu beigetragen hat, und ich sage bewusst unsere Gesellschaft und nicht diese Unternehmen, dass diese Erkrankung, der psychischen Erkrankung immer weiter stetig wächst. Das ist ja keine Sache von Arbeit. Das kann ja auch eine Sache von Langeweile sein, das muss man eigentlich mal dazu sagen. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Und wir kommen unserer Verantwortung in dieser Frage nicht nach. Ich erlebe auch Bundesagenturen für Arbeiten, das ist regional sehr unterschiedlich, die bei der Frage, habt ihr behinderte Menschen für unseren ersten Arbeitsmarkt, wenn wir Menschen einstellen zur Verfügung, die alle ganz erstaunt gucken und sich schütteln und wissen eigentlich gar nicht, was ich von denen will. Die den 81er gar nicht kennen in der Ausprägung, dass der Arbeitgeber ja auch mal die Agentur für Arbeit abzufragen hat, wenn er Stellen besetzt, ob nicht Schwerbehinderte oder arbeitssuchende Schwerbehinderte auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Ich erlebe nach der Frage, gibt es in der Bundesagentur für Arbeit oder irgendwo, gibt es dort geeignete junge Menschen, die für eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt in Frage kommen, bekomme ich von vielen nur ein Kopfschütteln. Und ich erlebe, und das ist das, was ich unbedingt sagen möchte, und ich hoffe, ich habe die Chance, nachher noch mal drauf zu kommen, ich erlebe, dass Inklusion, und ich finde, das ist für jemanden wie mich als Schwerbehindertenvertreter aus einem Unternehmen, Schule, Übergang, Arbeit, eigentlich das wichtigste Thema, um die anderen Themen will ich mich nicht kümmern, weil da gibt es genügend, die es tun sollen. Ich erlebe, dass Inklusion nur in den Betrieben stattfindet, wo es Schwerbehindertenvertretungen gibt, die man hat groß werden lassen, die man geschult hat und die selbstbewusst durchs Leben gehen und dort findet Inklusion statt. Sonst erlebe ich Inklusion in Deutschland nicht. Dankeschön, das waren sehr harte Worte. Frau Labouille, wir wollen von Ihnen mal hören, wie es denn auch ganz konkret auch anders laufen kann und was dafür die Rahmenbedingungen sind, nämlich das Router-Prinzip, was Sie da in der Praxis anwenden. Wie sieht es aus? Wie kommen Sie mit den Unternehmen zusammen? Was für Vorbehalte gibt es? Also ich habe jetzt bis 5 Uhr Zeit, um Herrn Adam davon zu überzeugen, dass ich ihn vielleicht in bestimmten Bereichen unterstützen kann. Also das heißt, im Router-Prinzip, oder sagen wir mal so, wir hatten 2003, haben wir mit der Arbeitsagentur Köln, mit dem Integrationsamt Köln und einigen Unternehmen der Region zusammengesessen. Ich selbst komme so aus der klassischen Integrationspädagogik. Und die große Frage war, wie schaffen wir es eigentlich, dass nach Maßnahmen, nach überbetrieblichen Ansätzen diese Menschen, oder bei uns waren es dann zumeist junge Menschen, in die Arbeitswelt hineinkommen und dann halt auch in der Arbeitswelt verbleiben können. Wir hatten bei meinem damaligen Arbeitgeber waren wir halt auch Integrationsunternehmen geworden und das größte Problem war, wir waren Bildungsträger und haben mit sehr viel Erfolg junge Menschen qualifiziert, die zwischen Werkstatt und allgemeinem Arbeitsmarkt standen. Und unser Integrationsunternehmen war mit 8 Plätzen schnell voll. Das heißt, der 9., der 10., der 11. hatte keinen Platz. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir das, dass wir mit unserem System in regionale Wirtschaftsunternehmen reingehen. Und 2004 ist dann das Integrationsamt Köln mit uns einen ganz innovativen Weg gegangen und da kann ich nur dankbar sein, dass sie uns so viel Vertrauen gegeben haben. Wir haben gesagt, wir gehen als Integrationsunternehmen in Wirtschaftsunternehmen rein und bauen von da aus Arbeitsstrukturen auf und wir haben lange gesucht, dass die einzige Möglichkeit, die sowas ermöglicht, ist halt, sie müssen Arbeitnehmerüberlasser werden. Und dann haben wir uns das AÜG angeguckt, hatten halt auch noch Unterstützung aus Stark-Zeitarbeit, also wo auch der Ansatz ganz klar Richtung Integration ging und haben uns im Grunde aus dem AÜG alles geklaut, was wir brauchten, um einen neuen Integrationsweg in die Beschäftigung zu bringen. Ich mache den Wurf nach heute. 2005 wurden wir dann auch wieder Bildungsträger, wir wurden Dienstleister der Werkstätten. Heute unterstützen wir im Großraum Köln über 50 Wirtschaftsunternehmen und beschäftigen, qualifizieren, unterstützen
circa 200 Menschen der Zielgruppe für Integrationsprojekte und Werkstätten in betriebsintegrierten Arbeitsplätzen. Das heißt, wir qualifizieren und beschäftigen ausschließlich in Wirtschaftsunternehmen. Und die Erfahrungen, die ich mit Wirtschaftsunternehmen mache, sind sehr positiv. Ich glaube aber, ein Zauberwort sind unsere Arbeitstrainer. Also wir sind in den Unternehmen vertreten, bevor wir überhaupt über eine Qualifizierung, einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz sprechen oder die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung reden, gehen wir in die Unternehmen, arbeiten in den Unternehmen mit und bauen von innen heraus Strukturen auf. Und was ich merke ist, gerade Unternehmen aus dem KMU-Bereich, die brauchen Unterstützung und die brauchen verlässliche Unterstützung. Und seit 2012 sind wir eine Entwicklung gegangen, von der habe ich ehrlich gesagt nie geträumt. Es kommen heute Unternehmen zu uns und sagen, bau uns inklusive Strukturen aus, helf uns aus der kooperativen Beschäftigung, dahinter steht die integrative Arbeitnehmerüberlassung, eigene Strukturen aufzubauen und eigene Integrationsabteilungen aufzubauen. Und die kaufen sich ganz verbindlich unsere Dienstleistungen ein, weil sie sagen, wir brauchen langfristig Unterstützung. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen Inklusion haben, müssen wir ganz ehrlich darüber sprechen, braucht ein Mensch vielleicht den Werkstattplatz, dann kann er halt im Rahmen eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes sich wunderbar in der Arbeitswelt weiterentwickeln, wenn er dann auch die Unterstützung auf dem Arbeitsplatz bekommt und zusätzlich auch nochmal Unterstützung im Rahmen von flankierenden Schulungen. Und was ich halt auch sehe, wir sind Dienstleister für 5 große Werkstätten. Ich glaube, es geht im Verbund, also wenn man sich das so im Großraum Köln anguckt, wir arbeiten für Bildungsträger, wir arbeiten für das Integrationsamt, die Arbeitsagentur. Ich glaube, wenn man mal institutionelle Grenzen einfach wegnimmt und sagt, im Verbund werden wir stärker, da kann da ganz viel draus entstehen. Also, und es geht mit heutigen Gesetzen. Ich glaube, das ist so mein Wunsch an das Bundesteilhabegesetz. Ich würde mir wünschen, dass neben Ausschreibungen auch individuelle Wege verstärkt möglich werden und gleichrangig auch behandelt werden. Weil ich sag mal, wir brauchen zum Teil für die Vorbereitung von Unternehmen 1,5 bis 2 Jahre, weil wir müssen erstmal Wissen in die Unternehmen auch reinbringen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass es neben Werkstatt alternative Anbieter gibt, weil ich glaube, in Unternehmen tätig zu werden, Strukturen in Unternehmen so aufzubauen, dass sie verbindlich sind, Netzwerke zu schaffen, damit Mitarbeiter auch innerhalb des Unternehmensverbund wandern können, das ist eine ganz besondere Aufgabe. Da muss man 100% Aufmerksamkeit haben. Und ich glaube, dass im Verbund da ganz viel möglich ist. Schon heute mit den heutigen Gesetzen. Ich glaube, wir haben ein Handlungsproblem, gar nicht so sehr ein Denkproblem. Dankeschön. Herr Peters, Sie hatten Anfang 2011 die Idee, Menschen mit Behinderung im Freilichtmuseum Dornburg einzusetzen, und zwar da ganz nach ihren Fähigkeiten, so wie es der Verein ja schon in anderen Projekten auch ganz erfolgreich umgesetzt hat. Und trotzdem gab es da erstmal Widerstand. Erzählen Sie doch mal davon. Ja, vielleicht muss ich noch den einen oder anderen Satz zu der Entstehungsgeschichte dieser Elterninitiative sagen, weil heute angeklungen ist, man müsste in der Kita mit der Inklusion beginnen und das über die Schule fortsetzen. Der Ansatz ist ja richtig. Wir haben uns 1994 als Eltern zusammengeschlossen, weil unsere Kinder damals einen Kindergarten besuchten. Und uns ist eigentlich bei der Frage, wie geht es denn jetzt weiter, gedämmert, dass Inklusion auch eine vertikale Komponente hat. Es gibt eine ganz logische Konsequenz daraus, dass wenn ein Kind einen integrativen Kindergarten besucht hat, es ist anders sozialisiert, und zwar sowohl das behinderte als auch das nicht behinderte Kind. Und wenn es dann eben die Schullaufbahn hinter sich gebracht hat, von der Grundschule über die weiterführende Schule, dann muss in irgendeiner Form auch ein Übergang in das Berufsleben geschafft werden. Wir reden in der Bildungspolitik immer wieder davon, dass wir also den Übergang Schule-Beruf hinkriegen müssen, um gut ausgebildete Fachkräfte zu haben. Wenn ich Inklusion betreibe und wenn ich das also in großer Ernsthaftigkeit auch für behinderte Menschen mache, dann muss ich diesen Weg auch gehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das alles furchtbar schwierig gewesen ist. Wir haben aber unwahrscheinlich viel Hilfestellung bekommen aus der Wirtschaft heraus. Der Beginn ist eben über eine Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck gelaufen. Der Weg dahin war sehr steinig. Das war im Jahr 2008. Ich selbst bin Vater eines Jungen mit Down-Syndrom
Ich möchte auch Herrn Kauder nachdrücklich widersprechen mit seiner Einstellung, dass Menschen mit Down-Syndrom am besten in der Werkstatt aufgehoben sind und auch nicht in der Regelschule unterrichtet werden können. Das ist vollkommen falsch. Man muss nur die richtigen Instrumentarien zur Verfügung stellen. Und das haben wir als Eltern getan, indem wir Integrationshilfen organisiert haben. Das tun wir bis heute. Wir haben die Schulen nicht im Stich gelassen. Wir haben 1994 den Schulen, mit denen wir verhandelt haben, versprochen. Wir Eltern stehen dafür gerade, dass nicht nur die Sonderschullehrer da sind, die ihr braucht, später wurden sie dann Förderschullehrer, sondern ihr sollt auch die Integrationshelfer haben. Und der Verein Kindertraum liefert Integrationshelfer bis heute an 4 verschiedenen Schulen in der Stadt Nettetal. Das sind überwiegend Studenten der Sozialpädagogik und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges ins Spiel. Nettetal liegt direkt an der niederländischen Grenze, ist die Nachbarstadt von Venlo. Und diese jungen Leute, das sind Deutsche, die studieren alle in Nijmegen Sozialpädagogik, also in einer niederländischen Hochschule. Und sie werden dort von Anfang an auf den praktischen Weg gebracht. Sie müssen nämlich 3 bis 4 Praxistage während ihres Studiums in der Woche absolvieren und haben nur einen einzigen Hochschultag, an dem sie dann eben geballt theoretische Informationen bekommen. Ansonsten müssen sie in der tätigen Arbeit nachweisen, dass sie geeignet sind für den Beruf, den sie gerne ergreifen möchten. Das war für uns ein großer Glücksfall, dass wir diese jungen Leute für uns aufgespürt haben. Wir haben mit dem Sozialhilfeträger, dem Kreis Viersen, eine Verhandlung geführt darüber, dass wir dann eben entsprechend budgetiert werden. Wir übernehmen dann allerdings auch noch Einzelfall-Integrationshilfen. Wichtig ist uns, dass ein Regelschullehrer in der Klasse ist, dass ein Sonderschullehrer mit einem angemessenen Stundenkontingent in der Klasse ist und dass bitteschön nur ein einziger Integrationshelfer in der Klasse ist. Also diese Erwachsenenmaximierungen in der Inklusionspädagogik, die geht mir so auf die Nerven, das ist also grauenhaft. Es reicht wirklich, wenn einer dabei ist, weil die nicht behinderten Kinder letzten Endes eine unglaubliche Inklusionshilfe von sich aus leisten können. So, das wollte ich jetzt zu dem ganzen Thema sagen. Die Probleme in der Dorenburg waren eigentlich gar nicht so furchtbar groß, weil wir in einen laufenden Prozess hineingegangen sind. Ich habe damals festgestellt, dass der Kreis Viersen große Probleme damit hatte, dieses Freilichtmuseum zu unterhalten. Es gab große Geldschwierigkeiten. Dort stehen mehrere Gebäude, niederrheinische Bauernhöfe, zu einem Teil aus Fachwerk mit entsprechenden Dächern, die aber im Laufe der Jahre nicht besonders gut gepflegt waren, einfach weil dem Kreis das Geld fehlte. Und wir haben damals im Verein die Idee gehabt, könnten wir da nicht etwas tun? Wir haben geistig behinderte Menschen in 2 Jugendherbergen untergebracht, die in der Küche, in der Hauswirtschaft, in der Wäschepflege und so weiter tätig sind, die übrigens in diesem Prozess, wir haben damit 2008 begonnen, inzwischen voll und selbstständig zu diesen Teams gehören. Es sind betriebsintegrierte Arbeitsplätze, sie sind also alle in der Werkstatt. Sie gehören aber fest zum Team. Es käme in den Teams beider Jugendherbergen niemand auf die Idee, von denen zu reden, sondern sie sind alle wir. Das ist eine Inklusion, die sich eben im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und da möchte ich etwas aufnehmen, was Frau Schenk gesagt hat eben. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Wenn man Menschen mit Behinderungen fördern will, dann braucht man Zeit, dann braucht man sehr viel Geduld und man braucht Partner, die bereit sind, einen solchen Prozess mitzumachen. Und dann kann man auch eben über diese Gründlichkeit eruieren, welche Fähigkeiten haben die eigentlich, wo kann ich diese Menschen einsetzen, welche Stärken haben sie und wo sind sie möglicherweise durch Defizite nicht in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wenn alle beteiligten Partner das wissen und sich darüber einig sind, dass sie da eben auch hin und wieder vielleicht auch den einen oder anderen Verlust, vielleicht auch wirtschaftlichen Verlust, hinnehmen müssen, dann funktioniert eine Form von Inklusion. Denn dann passt sich eben auch der nicht behinderte Mensch und auch der Arbeitgeber diesen Anforderungen an. Das ist also ganz entscheidend. Wir haben im November 2011 begonnen mit 3 Menschen mit Behinderungen, die wir auch über die Werkstatt ermittelt haben. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde das bis heute fantastisch, was die geleistet haben. Es war kalt, es war regnerisch,
die waren bis dahin in der beschützenden Werkstatt. Die haben unter einem Dach gearbeitet und standen jetzt plötzlich im Regen, in Schnee, sollten draußen arbeiten, Aufräumarbeiten vornehmen. Und das war eine Riesenherausforderung für diese Menschen. Und ich habe eine wirklich sehr hohe Hochachtung davor, mit welcher Beharrlichkeit und vor allen Dingen mit welcher Freude sie diese Arbeit dann letzten Endes angenommen haben. Die haben so eine super Arbeit gemacht, das kann man ihnen also eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Der Kreis Viersen hat da einen wirklich sehr großen, durchschlagenden Erfolg mitgehabt, weil dieses Museum heute ganz anders sich darstellt. Dann kommt das Projekt. Genau, Herr Barentzmann, Sie sind ja Projektleiter. Was können Sie denn aus der Umsetzung erzählen? Und was ist eigentlich die größere Herausforderung, also die Mitarbeiter zu betreuen oder die Vorbehalte auf der anderen Seite abzubauen? Also ich denke, die Vorbehalte auf der anderen Seite abzubauen, sind auf jeden Fall schwieriger, als die Menschen mit Behinderungen zu betreuen und zu motivieren. Das kommt aus ihnen selbst. Also die Leute, es gab eine Ausschreibung 2011 für die ersten drei Plätze, die wir hatten. Die Leute, die sich darauf beworben haben, oder wenn man ehrlich ist, auch von der Werkstatt auch ein bisschen dahin geschoben worden sind, weil das waren nämlich nicht ganz so beliebte Leute dort, muss man auch mal sagen. Die wollten was machen, die wollten sich weiterentwickeln. Und von daher war an deren Motivation gab es überhaupt kein Problem. Die Leute, die im Museum gearbeitet haben, selber hatten nicht alle eine Vorstellung davon, was bedeutet es, wenn jetzt jemand hier mitarbeitet, der eine Behinderung hat. Können die überhaupt was leisten? Wird uns das was bringen? Ist das nicht wieder irgendeine Maßnahme, die dann in 2 Jahren ausläuft, wenn die Finanzierung zu Ende ist? Das waren halt so die Dinge, denen wir gegenüberstanden. Und man muss auch sagen, dadurch, dass das Gelände in einem relativ desolaten Zustand war, hatten wir auch viel Pack an. Also wir konnten direkt mit Vollgas loslegen. Es war wirklich ein bitterkalter Winter, minus 15 Grad damals, 2011, was aber überhaupt kein Hindernis war. Und das Besondere eigentlich an dem Projekt Dorenburg ist gar nicht so sehr diese oberflächlichen Arbeiten, wie das Gelände äußerlich zu verschönern, sauber zu halten, dass der Besucher tolle Wege hat. Das Besondere daran ist, dass wir versucht haben oder es auch umgesetzt haben, in diesem Museum klassisches Handwerk zu vermitteln an die Menschen mit Behinderungen, was denen im Leben niemals jemand zugetraut hätte, dass sie lernen können, wie verfache ich ein Fachwerkhaus? Wie verarbeite ich Lehm, wie es früher mal gemacht worden ist? Wie muss ich mauern, ohne irgendwelche Laserlote oder irgendwas dazu zu benutzen? Also ein hochkomplexes Handwerk, was wir nach und nach mit Unterstützung von Fachkräften den Leuten vermittelt haben, was sie für unsere Verhältnisse wesentlich schneller gelernt haben, als wir es jemals gedacht hätten. Und wir inzwischen so weit sind, dass wir, soweit es möglich ist, in klassischer Weise dort ein Haus wieder errichten, was in der Umgebung des Museums gestanden hat, ein Arme-Leute-Haus aus Wachtendonk, was dem Museum geschenkt wurde und dort jetzt als Ausstellungsort wieder errichtet wird, von uns in Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem Museum und den Fachkräften aus dem Mauerhandwerk und Restaurationshandwerk. Dankeschön. Also wir haben jetzt auf dem Podium gehört, zum einen auf dem ersten Arbeitsmarkt sehr wenig Bewegungen von Herrn Adam bis hin zu, so sind Projekte schon realisierbar geworden. Und damit würde ich die Diskussion gerne eröffnen. Als erstes den Herrn hier ganz links, der sich schon in der ersten Runde vergeblich gemeldet hatte. Wir brauchen ein Mikrofon. Nee, erst hier vorne bitte. Mikrofon. Vielen Dank, dass ich als erstes reden darf. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Steffen Helbing. Ich bin der Vorsitzende vom Landesverband der Gehörlosen in Brandenburg.
und ebenso für den visuell Kommunikation KVS, KZV und Abgeordneter von also vom Land. Zentrum für visuelle Kommunikation, da haben wir bereits schon 15 Leute eingestellt, die hörend sind, aber eben auch gehörlos. Und 2009 bis jetzt sind es eben, 92 wurde das gegründet und 98 haben wir sogar den Landesverdienstorden erhalten für unsere Tätigkeit. Viele Gehörlose in Brandenburg haben eben die Probleme, in Arbeit zu kommen, weil es eben immer noch Barrieren gibt und vor allen Dingen eben dieses Bild in den Köpfen sehr festgefahren ist. Es fehlt einfach die Aufklärung und wir hatten uns dann beraten und haben dann eben die Firma gegründet, um die Firmen, die gern eben Schwerbehinderte einstellen wollen, eben auch Gehörlose, einfach mal den Hintergrund zu erklären, was es denn überhaupt bedeutet, gehörlos zu sein und was man da eben speziell beachten muss. Weil viele haben eben das Verständnis gar nicht, sind ja nie mit Gehörlosen in Kontakt gekommen und denen fehlt einfach dieses Hintergrundwissen. Und wir haben dann selbst Gehörlose eingestellt und die haben dann eben auch Aufklärung betrieben und später in den Firmen fing das dann mit ein, zwei Gehörlosen an. Die Chefs, die haben ganz großartige Erfahrungen damit gemacht und waren dann eben auch bereit, noch mehr Gehörlose einzustellen. Also es liegt immer an dem Wissen, an dem Hintergrundwissen. Ganz oftmals gibt es keine Berührungspunkte und man kann sich das eben nicht vorstellen. Wenn man dann erstmal Aufklärung betreibt, geht das ganz einfach. Vielen Dank. Ich würde erstmal ein paar Fragen sammeln wollen. Der Herr ganz hinten links in dem blauen Hemd bitte. Und dann die Dame. Doch, mit den weißen langen oder? Nein, Entschuldigung, der Herr neben Ihnen hatte sich zu Wort gemeldet. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich ein blaues Hemd an habe. Mein Name ist Kiesinger, ich bin Psychologe und auch Unternehmer. Und was mich ärgert, ist, dass Sie wissen, 40% der Langzeitarbeitslosen sind momentan als psychisch krank eingeschätzt. Es gibt in Berlin zum Beispiel keine einzige Reha-Einrichtung für psychisch Kranke, auch in Brandenburg nicht. Die Berliner Jobcenter standen in der Morgenpost letzte Woche, haben teilweise bis zu 10% ihrer Eingliederungsgelder nicht umgesetzt. Gleichzeitig haben wir versucht, über Gesundheitsstadt Berlin 500 psychisch Kranke auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Es hieß, es gibt kein Geld. Da wussten wir noch nicht, dass 10% zurückgegeben wird. Und es hieß gleichzeitig, es gibt ja gar nicht 500 psychisch Kranke, die arbeiten wollen. Also mir scheint, dass es notwendig ist, auch wirklich. Der Herr hat erzählt, die Schwerbehinderten haben das nur, die Vertretung durchgesetzt. Da mag was dran sein, aber viele psychisch Kranke, da gibt es keine Schwerbehinderung für die. Die sind auch nicht eindeutig ersichtlich wie ein Rollstuhlfahrer oder ein Mensch mit Down-Syndrom. An diesem Punkt ist unsere Gesellschaft so, dass sie gleichzeitig die Integrationsfachdienste abwickelt und die Servicestellen bei den Reha-Einrichtungen und den Rentenversicherungen kennt niemand. Also langer Rede, kurzer Sinn, es gibt in Berlin ein breites Kooperationsnetzwerk, was 500 Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt bringen will und wir brauchen Unterstützer aus Ministerien, aus der CDU und, damit es umgesetzt wird. Und weil sonst heißt es, es wäre nicht innovativ genug und wie gesagt, wir haben die Leute, es gibt die Firmen, aber was die Frau von Füngerling sagte, das Entscheidende sind die Vermittlungscoaches, die Lotsen, die mithelfen, das zu machen, weil viele Firmen trauen sich einfach nicht, einen Schwerbehinderten einzustellen, weil sie denken, das ist so kompliziert und den kriege ich nie mehr los und um Gottes Willen, da fange ich gleich gar nicht an. Diese Stellen werden im Moment abgewickelt und gleichzeitig wird Geld zurückgegeben. Die Bundesagentur hat, glaube ich, 1,5 Milliarden zurückgegeben. Also ich finde, es braucht mehr Mut und es braucht mehr entscheidungsfähige Leute
Heute ist die CDU hier vertreten. Ich denke, hier ist die richtige Kombination jetzt in der Großen Koalition im Bund und in Berlin, um was umzusetzen. Also ich habe eher einen Punkt, es gibt Instrumente, es gibt Leute, die das umsetzen wollen, es gibt Firmen, aber die Vermittlungsstrukturen, die funktionieren nicht. Das ist mein Plädoyer. Dankeschön. Wir haben noch sehr, sehr viele Wortmeldungen. Ich würde jetzt noch zwei annehmen, dann erstmal kurz aufs Podium und dann hier weiter. Ich würde Sie bitten, sich kurz zu fassen, damit so viel wie möglich zu Wort kommen können. Hier war eine Dame, die sich gemeldet hat. Genau. Also ich bin Christina Schulz, ich komme aus Göttingen und bin zweite Vorsitzende des Bundesvorstands der Werkstatträte. Ich möchte hier an der Stelle aufräumen, also die Werkstatt ist keine Deppenveranstaltung, wir können für uns selber reden. Wir setzen uns auch selber für den Erhalt von Werkstätten ein. Und zu der Frau Labrouillet würde ich ganz gerne sagen, also gerade für unsere seelisch erkrankten Kollegen ist Arbeitnehmerüberlassung kein gangbarer Weg, denn die meisten sind Opfer von Leiharbeit und ich würde sie ungern in die Strukturen zurückschicken wollen, die sie richtig krank gemacht haben, weil krank sind wir schon, mehr braucht man nicht davon. Danke. Hier vorne der Herr im Rollstuhl. Ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin Michael Wiesewinkel, bin Behindertenbeauftragter der Stadt Lübeck in NRW und wie man sieht, selbst Betroffener, bin Rollifahrer von Geburt an und möchte mal ein ganz kurzes Praxisbeispiel geben, wie ich Behinderungen und erster Arbeitsmarkt erlebt habe. Herr Laumann hat in der ersten Runde gesagt, ja, es gibt ja schon gewisse Unterstützungsmechanismen, die Unternehmen abgreifen können. Es gibt Fördergelder, es gibt da eine ganze Menge Dinge, aber sie kommen nicht an. Genau das habe ich letztlich auch erlebt. Als ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen fertig gemacht hatte und von meinem Unternehmen, wo ich heute auch noch arbeite, übernommen wurde, brauchte ich diverse Hilfsmittel, die zusammen so, naja, 14.000, 15.000 Euro kosteten nach Kostenvoranschlag. Über die Höhe kann man sich immer wieder streiten. Ich finde, da machen Hilfsmittelversorger auch eine Menge Geld an falscher Stelle. Aber gut, dann ging es darum, einen Kostenträger zu finden. Und das war nicht ganz einfach. Das hat sich über 4 Jahre mit Gericht, mit einem Sozialgericht hingezogen. Mir wurde am Ende sogar von einer Arbeitsagentur, und das muss man sich vorstellen, leider nur unter 4 Augen gesagt, ja, beantrage doch Rente, dann brauchen wir uns nicht weiter streiten. Ich habe gesagt, geben Sie mir das schriftlich, dann machen wir das nächste Fass hier auf. Letztlich wollte es also niemand bezahlen. Ich habe 4 Jahre zugebracht. Selbst das Gericht, der Sozialrichter, hat gesagt, es ist zu kompliziert. Ich weiß im Moment auch nicht so richtig. Und wenn der schon nicht weiß, dann sehe ich schwarz. Also irgendwie muss das Ganze noch deutlich entschlackter und entspannter werden. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den ich noch gerade anmerken möchte, ist, in der ersten Runde haben wir gesagt, vielleicht kann so ein behinderter Mensch auch, oder behinderte Menschen müssen mehr wieder zum positiven Image eines Unternehmens gehören. Das finde ich ein Stück weit richtig. Ich möchte aber betonen, dass wir behinderten Menschen nicht unbedingt dafür arbeiten möchten, weil wir ein gutes Image für das Unternehmen geben. Wenn das nebenbei der Fall ist, ist das schön. Aber letztlich möchten wir arbeiten, weil wir qualifiziert sind, weil wir eine gute Arbeit leisten. Und ich überspitze das jetzt mal, nicht als Werbefigur des Unternehmens darstellen, was uns anstellt. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal ganz kurz zurück ans Podium. Wie kann man denn den Unternehmen die Angst in Anführungsstrichen nehmen? Ist der erste Arbeitsmarkt wirklich immer erstrebenswert? Und die zweite Frage auch, was würden Sie von der Politik noch erwarten, dass Sie da stärker als Unterstützung tun können, um den ersten Arbeitsmarkt da zu fördern, die Öffnung des ersten Arbeitsmarkts? Also zur ersten Frage, wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, indem wir die Grenzen in unserem Kopf einfach mal weggelassen haben und nicht in irgendwelchen Schienen oder Strukturen gedacht haben, sondern einfach irgendwo hingegangen sind und was angefasst haben und ausprobiert haben. Und zwar nicht beidseitig, nach dem, was braucht das Unternehmen, was sind die Bedürfnisse auf dieser Seite und was brauchen die Menschen mit Behinderung ganz individuell, damit sie die Bedürfnisse des Unternehmens erfüllen können. Und das hat eigentlich immer am besten funktioniert. Und an solchen Beispielen und an der ganzheitlichen Information für beide Seiten, für die Firmenseite und für die Menschen mit Behinderung, daran sind die ganzen Sachen gewachsen. An Beispielen und an Wissen, was wir reingebracht haben in die Unternehmen.
Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Das, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. In der Jugendherberge in Brüggen, wo wir angefangen haben, arbeiten im Moment 7 Menschen mit Behinderungen, die wir betreuen, weil sie aus der Werkstatt kommen. Dazu kommt aber eine Rollstuhlfahrerin, die genau diese großen Probleme gehabt hat. Sie hat eine tolle Ausbildung gemacht und fand keinen Arbeitsplatz. Es gab unwahrscheinlich viele Probleme. Dadurch, dass wir da sind, dass unsere Sozialpädagogin mit da ist, kann die betreut werden. Ihr wird also auch geholfen. Letzten Endes hat sich das übrigens bei anderen Arbeitgebern mittlerweile herumgesprochen, dass wenn wir irgendwo einsteigen, dass sie möglicherweise davon auch profitieren, weil sie auch andere Menschen mit einem Defizit bei sich beschäftigen könnten. Wir haben solche Anfragen und ich finde das unglaublich ermutigend, dass genau dieses Geben und Nehmen inzwischen bei uns stattfindet. Es ist eine ganz kleine Zelle, aber die scheint zu funktionieren. Frau Labrie. Ja, ich sag mal, dass wir, das hört man, ne? Ja, dass wir integrative Arbeitnehmerüberlasser sind, das hat einen bitteren Beigeschmack, ist so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die einzige Form, wie wir als Integrationsunternehmen rechtlich und gut verankert auch jede Zollprüfung standhalten. Und was sich, ich nenne es lieber kooperative Beschäftigung, darüber einfach gezeigt hat, ist, wenn ich als Integrationsunternehmen in ein Wirtschaftsunternehmen gehe, wo der Unternehmer Angst hat und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie mache ich das eigentlich, wie gehe ich mit einem Menschen um, der ein Handicap hat, was ich gar nicht sehe, was ja wirklich oft bei vielen Behinderungsarten auch gegeben ist. Und ich kann da hingehen und kann sagen, ich schlage eine kooperative Beschäftigung vor. Das heißt, es geht um ein Unternehmen, es geht um einen Mitarbeiter, es geht nicht um Kurzfristigkeit, sondern um Langfristigkeit. Wir bauen eigentlich im Rahmen der kooperativen Beschäftigung Arbeitsverhältnisse auf, die unbefristet sind, passt überhaupt nicht zum AÜG, aber das Risiko gehen wir einfach als Firma jetzt mal ein. Dann entsteht Zuversicht und Vertrauen. Und ich erlebe, wir können als Integrationsunternehmen zeitgleich könnten wir 55 Mitarbeiter einstellen. Wir kommen gar nicht dazu, weil halt die Unternehmen nach einer gewissen Zeit, wenn halt auch Erfahrung da ist, diese Mitarbeiter übernehmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn sie in den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsbereich gehen, es ist halt gerade auch für kleinere Unternehmen immer ein gewisses Risiko. Und die sind froh, wenn sie sich das Know-how, und da geht es ihnen eigentlich drum, sie kaufen sich das Arbeitstraining ein, sie kaufen sich einen gemeinsamen Austausch ein, dass das halt einfach verbindlich an ihrer Seite ist. Und ja, was wünsche ich mir vom Bundesteilhabegesetz? Die gleichen Möglichkeiten für Integrationsunternehmen wie auch für Werkstätten betriebsintegriert tätig zu werden. Ich glaube, das wäre ein großer Wurf, weil Unternehmen stellen zum Teil nicht ein, weil sie einfach auch nicht wissen, wie sie es machen können. Herr Adam, aus Ihrer Praxiserfahrung, wann funktioniert es? Ja, ich habe Ihnen ja in meinem ersten Statement so ein bisschen gesagt, was wir in Deutschland so erleben. Ja, wie funktioniert es? Also als erstes möchte ich mal sagen, dass es einem Unternehmen, dass es für ein Unternehmen kein finanzieller Nachteil gegenüber den Wettbewerbern sein darf, wenn er schwerbehinderte Menschen beschäftigt, ob er sie ausbildet, ob er sie beschäftigt oder wie auch immer. Das ist ein großes Manko und ich finde, wir müssen auch viel mehr drüber reden und wir müssen Unternehmen, die sich dort wirklich bemühen, in ganz besonderer Art und Weise auch hochheben auf ein Podest und müssen sagen, wir finden das toll, was ihr macht. Und das müssen aber auch Zahlen sein, weil wir reden über sehr viele Menschen. Viele Unternehmen, und ich rede hier, das hat man mitbekommen, für viele Schwerbehindertenvertreter aus großen, aber auch aus kleinen Betrieben, viele Unternehmen, die schreiben ja auch dann mal Vereinbarungen auf. Aber wie zulässig sind denn oder wie verlässlich sind Vereinbarungen? Wie verlässlich sind die überhaupt? Wie ist die Rechtsfolge? Jeder kennt aus dem SGB IX die Integrationsvereinbarung. Jeder kennt das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und Unternehmen fühlen sich durch solche Vereinbarungen manchmal auch unter Druck gesetzt. Aber theoretisch können sie ja sagen, okay, wir vereinbaren das mit euch, aber wir halten uns überhaupt nicht dran. Es muss also bestimmte Rechtsfolgen dafür auch geben. Und ein Unternehmen braucht so Menschen, jetzt zeige ich auf mich, aber so Menschen wie mich, mich hat man ja groß werden lassen. Ich bin jetzt fast 25 Jahre in der Schwerbehindertenvertretung. Es war von Anfang an nicht immer leicht,
Es war ein ganz steiniger Weg bis heute, wo mein Vorstandsvorsitzender zu mir sagt, also wir hoffen, dass wir dich so lange wie möglich im Unternehmen behalten können. Wir brauchen solche Menschen, die sich um das Thema Gesundheit kümmern. Und Politik muss unter, und wir müssen den Unternehmen die Angst nehmen, dass wir jetzt hier als Schwerbehindertenvertreter oder als Gesundheitsexperten oder so im Betrieb keine zweite Mitbestimmungswelle aufmachen wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nur sehen, dass wir Menschen begeistern können für die Arbeit in der Schwerbehindertenvertretung. Und dazu gehört, dass sie bestimmte Möglichkeiten haben und dass sie auch ihren Rücken frei haben und dass nicht jeder mit ihnen umspringen kann, wie er will. Das sind so Dinge, die gegeben. Wir sind gut im Arbeitsschutz in Deutschland. Und es gibt Sicherheitsbeauftragte, die sind bestellt. Die haben gewisse Rechte auch dem Arbeitgeber gegenüber. Aber es sind keine Gremienpolitiker, genau wie wir. Wir sind im Umweltschutz sind wir gut, weil es Umweltschutzbeauftragte gibt. Und ich finde, jetzt wo wir bemerken, dass wir immer mehr behinderte Menschen in Deutschland haben und immer mehr Ältere, weil, und ich bringe das auch in eine Verbindung miteinander, weil dadurch wächst natürlich damit wächst auf alle Fälle die Zahl der behinderten Menschen, müssen wir solchen Leuten eine Chance geben. Und wir dürfen keine Angst schüren, und das habe ich am Anfang vielleicht ein bisschen gemacht mit meiner Aufzählung, aber wir müssen, und da brauchen wir die unbedingte Unterstützung der Politik, dass die Arbeitgeber gestärkt werden. Ich erlebe, oder wir alle erleben, dass Arbeitgeber, die betroffen sind, die Berührung haben in ihrer Familie mit Behinderung oder Alter, immer für uns offen sind. Da steht jede Tür offen. Aber wenn wir mit jemandem zusammentreffen, der frisch von der Uni kommt, und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mittlerweile, wir treffen ja alle nur noch auf BWLer. Und die studieren alle dasselbe. Und die interessiert das überhaupt nicht, was ich mit denen dort bereden will. Ich muss also von 100 muss ich einen finden. Und ich hab die Feststellung gemacht, das ist im Vorstand leichter. Weil da hat jeder die Behinderung eigentlich, die Erfahrung mit Behinderung. Und das ist sehr schwierig. Wenn aber auch diese ganzen BWLer, ich entschuldige mich auch dafür, ich will das auch nicht nur so negativ machen, mein Schwiegersohn hat BWL studiert, meine Schwiegersochter ist dabei. Aber ich finde, wenn diese BWLer in der Schule erlebt hätten und auch im Kindergarten erlebt hätten, mein Nachbar war behindert, dann würden die doch jetzt auch in einem Betrieb nicht mehr so auftreten, wie sie es heute tun. Also diese Erfahrung, die wünsche ich ganz vielen Menschen, mit diesem Thema umzugehen. Noch ganz kurz was dazu sagen. Ich würd einfach gerne auch nochmal so eine ganz kurze Geschichte zu einer Unternehmensentwicklung sagen. Und zwar das Jugendherbergswerk Rheinland, wo wir halt als Dienstleister tätig sind. Wir sind da ähnlich wie der Kindertraum zur gleichen Zeit gestartet. Da bin ich mittlerweile Inklusionsbeauftragter, auch im erweiterten Vorstand. Und das Jugendherbergswerk Rheinland stellt sich vor, in 36 Jugendherbergen können inklusive Arbeitsplätze entstehen. Insbesondere halt hier auch im Bereich der betriebsintegrierten Arbeitsplätze, weil in der Jugendherberge kommen viele junge Leute hin und wenn da eine Tasse runterfällt, ist das nicht so schlimm. Und es ist eine andere Form von Hotel. Und ich glaube, was wichtig ist, ist halt, dass die Arbeitgeber, genauso wie die Mitarbeiter, die in die Unternehmen gehen, einfach wissen, es gibt einen hohen Qualitätsstandard der begleitenden Werkstätten, Inklusionsdienstleister, Bildungsträger oder wer immer es ist, die halt in den Unternehmen qualifizieren, unterstützen, die Unternehmen mit ihren Teams wie auch die Menschen mit Handicap ihnen die Möglichkeit geben, einfach zusammenzuwachsen. Und dann, glaube ich, können wir hier ganz viel machen. Und ich hoffe, dass das ein Teil des Bundesteilhabegesetzes wird, da wirklich zu sagen, wir bauen da individuelle Wege auf und gehen vielleicht mittlerweile auch mit Koffer da rein, weil das Jugendherbergswerk will ausbilden, das will beschäftigen, es will Zukunft schaffen und dann brauchen die nicht mehr einzelne Träger, sondern die brauchen Kofferträger, die halt Werkstatt und Bildung und Beschäftigung in einem mit anbieten können und alles aus einer Hand. Ich glaube, dann schaffen wir schon verdammt viel. Dann würde ich gerne jetzt nochmal in eine zweite Fragerunde, bevor ich hier zur Mitte komme, ganz hinten links, genau mit dem weißen Hemd und der grauen Weste, genau, Sie hatten sich nämlich schon in der ersten Runde gemeldet. Ja, hallo, hier ist Edith Hust aus Leipzig. Ich bin die Interessenvertreter auch in der CDU Mitteldeutschlands und Netzwerk und Forum.
Ja, also ich verfolge das wirklich sehr aufmerksam, aber ich stelle fest, wenn wir haben Mitglieder der Bundesregierung noch hier, warum tun wir erstmal nicht die Gesetze anwenden, da wo schon die schon sind, die Länderverfassungen, auch das Grundgesetz, auch die UN-Konvention, beziehungsweise auch der EU-Vertrag, das ist auch enthalten, einfach schon einsetzen, was erstmal kein Geld wird, Hauptsache es geht richtig los. Also bis 2017, 18 hatte Herr Gabriel ja im Fernsehen gesagt, sollen wir warten, also das kann ich nicht verstehen. Ja, und ich finde, wir sollten hier wirklich dran denken, viele, viele Behinderte mitzunehmen, ja, besonders auch im Arbeitsleben, und man sollte die Behindertenwerkstätten auch für Vereine, Verbände öffnen. Also eine Odyssee, ganz kurz, ich komme aus dem sportlichen Bereich, da ist es sehr schwer, behinderten Mitarbeiter aus Werkstätten für den Sport zu gewinnen, weil nach 16 Uhr oder 17 Uhr, kommt drauf an, die Strukturen überhaupt nicht mehr stimmen, ja, die kommen eben nicht mehr weg, ländlichen Raum fahren keine Busse mehr, ja, und oder keine Bahn, ja, die ist ja alles nicht behinderisch, wurde ja von sehr viel gesagt. Ja, und dazu rufe ich auch mal die Bundesregierung jetzt auf, die Abgeordneten, die jetzt hier noch vor Ort sind, gehen Sie, setzen sich mal zusammen und regieren Sie vor allen Dingen auch mit uns Behinderten, die jetzt schon da sind, die schon Politik machen, aber ausgeschlossen werden aus sämtlichen wichtigen Entscheidungen. Ja, das sehe ich jetzt bei Verena Bendelet. Ja, sie arbeitet gar nicht mit uns. Ja, also sie macht eine Landkarte, da sollen wir uns eintragen, was da jetzt schon so ist. Ja, und ich denke, man muss Arbeit machen. Ja, leider sind es Gesetze, die mit Agenda 2010 auch mit eingeführt werden. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung jetzt mal in der Übergangsphase einige Gesetze mal zurücknimmt, dass es auch wieder lebenswert ist, Menschen mit Behinderung, und vor allen Dingen die Bürokratie muss abgebaut werden. Das Kind kommt auf der Welt, da hat man schon einen ersten Papierstapel, das geht in die Schule, der nächste, in die Berufsausbildung, der nächste, will man eine Leistung haben, einen Rollstuhl oder wie ich jetzt, ihr Lesegerät, ja, muss man schon sehr viel Protokoll und vor allen Dingen auch eben jetzt die Gutachter, ja, da könnte sehr viel eingespart werden. Ja, und vor allen Dingen sehr viel könnte schneller auch in der Pflegeversicherung nebenbei. Wir müssen unsere Hausärzte vertrauen, die wissen schon, was mit seinen Patienten ist. Da braucht man nicht noch extra medizinischen Dienst. Ja, und deswegen schlage ich vor, bitte, bitte, so schnell wie möglich. Es brennt wirklich, sehr viele Behinderten warten drauf, sehr dringend. Und ein Aufruf an die Bundesregierung, macht bitte was. Und ich bitte Sie dringend im Namen aller Behinderten. Ich kenne nicht alle, aber die ich kenne, die fordern das. Tschüss, schönen Dank. Dankeschön. Ich habe vier... Gut, nehmen eine noch, und dann habe ich der Herr ganz hinten, dann gibt es hier in den zwei vorderen Reihen vier Wortmeldungen und dann ganz links, genau. Bitte, der Herr da hinten. Jetzt müsste es gehen, oder? Gut. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sascha Pavolek, Schwerbehindertenbeauftragter des Landkreises Altötting und Kollege Adam und Schwerbehindertenvertretung allerdings im öffentlichen Dienst im Landratsamt Altötting, das liegt in Südostoberbayern. Ich bin erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Wir haben letzte Woche eine Schulung in Berlin gehabt und da war auch eine Frage, wie kriegen wir Arbeitgeber dazu, Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber erstmal 5 Minuten Schweigen im Walde. Ich habe mich dann zu Wort gemeldet und habe gesagt, es gibt ja jetzt schon vom Staat Förderprogramme. Und ich habe gesagt, wir müssen den Arbeitgebern diese Programme nahe bringen, aber das kann nicht nur an den Programmen liegen, es muss auch an den Rahmenbedingungen getan werden. Das wird im Teilhabegesetz hoffentlich der Fall sein. Aber ich glaube, wenn wir das Teilhabegesetz schaffen und da neue Wege gehen, die wir gehen müssen, sollten wir auch das Sozialgesetzbuch 9, das ja auch die Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, aber nicht nur, weil es geht auch teilweise alle Menschen an, auch gleich überarbeiten, und da gehört ja noch ein kleines Schwänzchen dazu an Gesetzen, die sollten auch angepasst werden an diese
Behindertenrechtskonvention. Das ist zeigt das Leben aus der Praxis heraus. Was auch wichtig ist, ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da war letzte Woche, glaube ich, eine Diskussion im Plenum des Hohen Hauses hier. Ich glaube, da sollten wir auch nochmal schauen, was ist BGM? Das ist die Abkürzung, ja. Wie wird es richtig gemacht? Weil in vielen Unternehmen wird es nicht richtig gemacht. Das ist auch immer ein, was will das Unternehmen? Also da sollte man vielleicht auch nochmal darauf achten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Ich würde Sie bitten, so kurz wie möglich, weil wir schon wieder so gegen Ende sind, dass wir noch möglichst viele Fragen dran nehmen können. Der Herr, der ganz in der ersten Reihe sich von mir aus gesehen ganz rechts befindet, mit dem Hund. Ja. In der ersten Session hat er sich bereits in der zweiten Hälfte gemeldet. Alles klar. Finde ich nur fair. Ja. Also er ist jetzt die ganze Zeit dabei. Wären Sie einverstanden, wenn wir den Herrn ganz vorne zunächst und dann aber gleich danach Sie? Ja? Der Herr in der ersten Reihe, bitte. Mein Name ist Olaf Lichy. Ich leite den Arbeitskreis Behindertenpolitik und Inklusion der CDA Niedersachsen. Ich möchte Herrn Altmaier insbesondere nochmal danken für seine Rede, in der er unter anderem dazu aufgerufen hat, dass wir als Behinderte uns in die Politik einmischen, in die Politik hineingehen. Es war eigentlich meine Intention, als ich in die CDU eingetreten bin, den Politikerinnen und Politikern deutlich zu machen, was benötigen wir als Behinderte. Genau das, was Herr Altmaier gesagt hat, das kann ein Nichtbehinderter nicht nachempfinden. Das müssen wir selber machen. Es ist ein schwerer Weg, so weit durchzukommen, dass man beispielsweise einen Arbeitskreis leitet. Auch dort treffen Sie auf viele Widerstände, auf viel Glauben oder Unglauben an Ihre Fähigkeiten. Ich kann nur dazu raten, halten Sie es durch, machen Sie mit, so können wir den Inklusionsweg nur gehen. Danke. Dankeschön. Der Herr in der dritten Reihe. Genau. Mein Name ist Siegfried Götzen. Ich möchte jetzt da noch was ansprechen. Bei der Inklusion von Arbeit, in Arbeit von Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen sind oft schwerer als andere Menschen. Von Mobbing, was sie Mobbing bedroht. Und zwar ganz hinterhältigerweise, als wenn sie oft gar nicht wehren kann dagegen. Das wird so hinterhältig manchmal gemacht und dann, wenn da irgendwas ankommt, wird sie sogar zur Verschwindheit verdonnert, damit sie auch nicht aufkommt. Wie kann man dem entgegensteuern? Dankeschön. Der Herr mit dem weißen Pulli? Ja, moin, moin zusammen. Ich wollte als Ostfriese auch mal was sagen. Also, Inklusion in die Gesellschaft, das habe ich mir in meinem neuen Leben zur Aufgabe gemacht. Ich wurde im Jahre 2007 so kaputtgeschlagen. Ich habe Mädchen in der Disco ein Getränk spendiert und ihr eifersüchtiger Ex-Freund hat mich so kaputt gemacht. Ich habe das Projekt First Togetherness ins Leben gerufen, englisch benannt, weil ich sage, wir müssen überall wieder lernen, miteinander zu leben. Ich gehe in die Schulen, humpel in die Schulen, zeige den Kindern, wie schlimm Gewalt ist. Und ich sage zu den Mädels, ihr wisst gar nicht, was ihr für eine Macht habt. Dann kichern die rum. Ich sage, ja, die coolen Macker, die wollen alle euch Mädels gefallen und euch vielleicht nur mit nach Hause nehmen. Wenn ihr denen aber klar macht, so ey Macker, du bist voll der Schlappschwanz, wenn du dich rumschlägst, dann werden die sich 10-mal überlegen, was sie tun. Wir müssen eine gesellschaftliche Veränderung irgendwie stattfinden lassen und die muss klein anfangen. In Kindergärten haben wir gehört, Inklusion, das Miteinander muss gelebt werden. Dankeschön. Dankeschön. Hier vorne in der zweiten Reihe. Nee, sie hat sich gemeldet. Achso, Sie brauchen das Mikrofon, ja. Ach, da. Okay.
Ja, mein Name ist Andrea Henkel, ich komme aus Flensburg, begleite heute den Herrn Detlefs, der sich ja auch schon in der ersten Runde zu Wort gemeldet hatte. Habe auch selbst eine Behinderung von Geburt an, Spina Bifida, also in erster Linie eine Gehbehinderung. Und ich finde, dass hier jetzt in der zweiten Runde mehrfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt angesprochen wurde, nämlich, dass die Unternehmen aufgeklärt werden müssen darüber, welche Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben und was können sie leisten. Und da möchte ich auch ein Stück weit dem widersprechen, was anfangs gesagt wurde, nämlich der Satz, nicht die Gesellschaft muss auf die Behinderten zugehen, nicht die Behinderten müssen auf die Gesellschaft zugehen, sondern die Gesellschaft auf die Behinderten. Es müssen beide Seiten ein Stück weit aufeinander zugehen. Und gerade wenn es darum geht, um die Aufklärung von Unternehmen, sind Menschen mit Behinderung und auch Behindertenverbände viel, viel stärker gefragt, das zu machen. Denn wer kann diese Aufklärung besser leisten als diejenigen, die selbst mit den Behinderungen leben und wissen, wovon sie sprechen. Und ich finde, da haben wir ein paar ganz, ganz tolle Beispiele jetzt schon gehört. Ich denke da zum Beispiel an dieses erste Projekt, wo es um die Vermittlung von taubstummen Menschen in den ersten Arbeitsmarkt ging. Und davon brauchen wir mehr. Es wird immer gesagt, die Politik muss und es wird gesagt, die Unternehmen müssen. Natürlich brauchen wir politische Rahmenbedingungen, aber es sind eben auch die Behinderten und die Verbände selbst gefragt, da noch viel, viel stärker Aufklärungsarbeit zu leisten in den Unternehmen. Dankeschön. Ganz kurz, weil die Zeit wirklich ausläuft. Hier war eine Wortmeldung, dann kommen Sie dran. Gab hier eine Wortmeldung noch und hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann würde ich erst Sie bitten, den Herrn da hinten mit Mikrofon. Ja, kommt, ist auf dem Weg. So. Mein Name ist Klaus Mück, ich bin promovierter Diplom-Informatiker und seit ein paar Jahren auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Darüber hinaus selbstständig tätig, das war notwendig, weil eben eine Arbeitslosigkeit davor war. Eine selbstständige Tätigkeit für Assistenznehmer ist so gut wie nicht möglich, weil das Vermögen bzw. die Rücklagen für das Unternehmen gleich als Vermögen gewertet werden. Das ist eine Problematik, die in der Politik selten bekannt ist. Des Weiteren bin ich auch CDU-Mitglied und ehrenamtlich im Landesfachausschuss für Soziales der CDU Baden-Württemberg. Diesbezüglich bin ich stinkesauer, wenn es darum geht, beziehungsweise wenn es heißt, es darf keine neue Ausgabendynamik geben. Bitte mal Anreize schaffen. Bitte mal überlegen, was die Bürokratie der Bedürftigkeitsüberprüfung kostet. Wir von Nizza haben hier 500 Millionen ausgerechnet, die jährlich hier verbraten werden. Das muss nicht sein. Es müssen auch Anreize da sein, dass ich, wenn ich gute Arbeit leiste, dass ich dann auch eine Gratifikation annehmen darf. Kann ich im Moment nicht. Ich muss meinem Chef sagen, vielen Dank, nett, aber geben Sie es einem Kollegen. Oder ich gebe es direkt im Sozialamt. Diese Anreize sind nicht da. Und wenn diese Anreize da wären, dann würden auch viele mehr arbeiten und nicht nur so viel, wie sie gerade verdienen dürfen. Das möchte ich gerne mal auch zu bedenken geben. Dankeschön. Danke, der Herr da hinten bitte. Ja, Helmut Greiner nochmal. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Arbeit und Beschäftigung ein Stück weit zurückgehen. Das, was der Herr Adam dann auch nochmal kundgetan hat. Ich glaube, was es wirklich auch ein Stück weit braucht, ist einfach mal eine Stärkung innerbetrieblicher Akteure. Und das ist die Schwerbehindertenvertretung mit Sicherheit ein ganz großes Fund. Betriebsräte überhaupt gar keine Frage, aber auch die Unternehmen selber müssen an der Stelle ein Stück weit gestärkt werden. Und um die, sag ich mal, auch ein Stück weit zu stärken, glaube ich schon, ist es wichtig, dort Bewusstsein hineinzubringen in die Köpfe derjenigen, die es letztendlich verändern können und eigentlich auch machen müssen. So, und das, glaube ich, ist einfach ein großes Ding, was umgesetzt werden muss. Dazu muss man klar, und ich denke, das geht wirklich dann auch in Richtung Regierung bzw. Politik, diese Politik muss so gestaltet werden, dass sie für Menschen tatsächlich auch greifbar ist, dass sie anwendbar ist. Das kann nicht sein, dass man irgendwelche Geschichten macht,
so wie der junge Mann hier sagt, dass er 4 Jahre braucht, um sich irgendwo durchzuklagen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wollen ein inklusives Leben eigentlich haben, einfordern, so, und tun relativ wenig dafür. Wir haben hier ein Beispiel und da ein Beispiel, diese Best-Practice-Beispiele, super klasse. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und überall, glaube ich, da, wo wirklich auch was passiert, muss man wirklich den Hut vorziehen und sagen, super. Aber da steckt gar keine Struktur dahinter. Sondern das hat was damit zu tun, weil ich irgendjemanden direkt berührt habe. Die beiden Herren dort, die sind deswegen aktiv geworden, weil sie selbst betroffen waren an der Stelle, dass sie gesagt haben, wir müssen dort was tun. Und ich glaube, das ist das eine, was auf jeden Fall richtig ist und das sollte auch auf jeden Fall auch so bleiben. Aber die Politik muss auch Struktur herstellen, dass alle anderen zwangsläufig in diese Ecke hineingebracht werden. Für die Schwerbehindertenvertretung, da stehe ich meinem Kollegen sofort bei, selbstverständlich im SGB IX, dass man dort eine Reform herbeibringt, die letztendlich den Schwerbehindertenvertretern oder diejenigen, die dort Akteure sind, sondern maßgeblich stärkt, aber auch die Unternehmen an der Stelle stärkt, also nicht nur im Regen stehen lassen. Dankeschön. Jetzt würde ich gerne noch 2 Wortmeldungen, und zwar die Dame da hinten und dann hat es hier in der ersten Reihe die Dame mit dem schwarzen Pulli und der Kette, genau. Und dann würde ich gerne noch mal hier in die Runde, habe ich noch eine ganz wichtige, dringende Wortmeldung übersehen? Ja. Gut. Also mein Name ist Claudia Rustige, ich bin Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsunternehmen und ich möchte jetzt nochmal sagen, hier wird ja immer von den Unternehmen gesprochen und ich vertrete ja mittlerweile rund 800 Unternehmerinnen und Unternehmer in der Bundesrepublik, die ja auch zeigen, dass man durchaus mit einer Quote von 40% besonders betroffenen Schwerbehinderten nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten kann und ich möchte einfach anbieten und das ist auch sozusagen dann sicherlich auch nochmal mein Job, mit den Schwerbehindertenvertretungen zusammenzuarbeiten, weil wir können auch, denke ich, vielen anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen auch zeigen, wie es funktionieren kann und dadurch auch Ängste abbauen und eben auch den Schrecken und die Angst vor der Quote nehmen. Vielen Dank. Die Dame mit der Kette in der ersten Reihe. Dankeschön. Mein Name ist Petra Wagner, ich bin die Vorsitzende des Behindertenbeirats von Berlin-Spandau. Ich möchte mich bei Herrn Adam sehr bedanken, weil was Sie vorhin gesagt haben, genau so sehe ich das auch und auch an meine Vorredner. Die Politik ist gefragt in Bezug auf Sensibilisierung von Unternehmen, KMU. Die Leute müssen begreifen, dass mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen kein Schaden entsteht, dass es kein größerer Aufwand ist. Das Problem ist es aber, die Tür zu öffnen, dass die Arbeitgeber zuhören und nicht direkt erschrecken und sagen, mit der Sache möchte ich nichts zu tun haben. Und da ist dringend die Politik gefragt. Die Verbände tun ihr Möglichstes, aber es muss, wenn ich es etwas krass formulieren darf, ein Druck, ein Muss von der Politik ausgehen, dass Arbeitgeber sich dem Thema annehmen und etwas bewegen. Dankeschön. Der Herr hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, ich bin Wolfgang Vogt, Bundesverband Konduktive Förderung nach Petö. Einige gute Beispiele haben ja gezeigt heute, dass es sich lohnt, neue Wege zu beschreiten, neben alten und bewährten, halte ich für ganz, ganz wichtig, neue Wege auch zu beschreiten, den Mut dazu zu haben. Arbeit und Beschäftigung beginnt für mich aber nicht mit der Ist-Situation jetzt, wenn man in dem Alter ist, in Arbeit und Beschäftigung zu gehen, sondern für mich ist die Voraussetzung, früh zu beginnen, also Kindergarten, Schule, Inklusion. Und da sehe ich doch manches mit Erschrecken, dass es bei der Inklusion um die Anwesenheit geht. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder, Jugendlichen zusammen sind. Aber wo bleibt die Förderung, die Entwicklungsförderung? Und wenn die hinten dran bleibt, wenn die nicht umgesetzt wird, die Entwicklungsförderung schon im Kindergarten, in der Schule für Kinder mit Behinderung, und ich spreche für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene mit Körper- und Mehrfachbehinderung, die sich in der Regel nicht selbst vertreten können, da habe ich dann ganz, ganz große Bedenken und Sorgen und frage, wie schaffen wir es, dass die Entwicklungsförderung bewusst gesehen wird, dass sie schon in den Kindergarten und Schule dazugehört. Vielen Dank. Eine allerletzte Wortmeldung. Der Herr hat sich auch schon sehr lange gemeldet.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Frank Schenker, ich komme aus Jena, bin Bürgermeister in Jena, war vorher 15 Jahre leitender Schulamtsdirektor. Ich mache jetzt sage Ihnen eine Zahl, die Sie wirklich aufnehmen sollten. Wir haben eine Integrationsquote an den Schulen in der Stadt Jena von 85%. Das heißt, wir haben alle Kinder mit Handicap lernen im gemeinsamen Unterricht. Diese Entwicklung ist nicht entstanden, weil der Bundestag ein Gesetz verabschiedet hat, sondern weil nach der Wende die Eltern von behinderten Kindern das eingefordert hat und die Kommunalpolitik dem gefolgt ist und die Bedingungen geschaffen hat. Mein Problem, oder ich habe mich gefreut, dass die CDU das Thema aufgreift. Wir kommen in Jena an ein riesiges Problem, weil diese Kinder jetzt groß werden und von den Schulen in die Arbeitswelt drängen. Und wir haben keine Struktur, um das zu verwirklichen. Ich will hier auch nicht bitten und danken, sondern ich sage, die Politik muss die gesetzgeberische Leistung bringen, dass die Unternehmen die Voraussetzungen haben, einstellen zu können. Ich will das jetzt gar nicht im Detail darstellen. Ich würde auch gern für die anwesenden Damen und Herren der CDU-Fraktion, vielleicht auch der SPD-Fraktion, wir haben in Jena eine Koalition von SPD, CDU und Grüne, ich selbst bin Mitglied der CDU, und wir würden gern als Modellregion zur Verfügung stehen. Zu den qualitativen Argumenten des frühkindlichen gemeinsamen Lernens will ich gar nicht darauf eingehen. Wir haben seit 6 Jahren eine Feldstudie der Friedrich-Schiller-Universität und der Humboldt-Universität im Thema. Die Ergebnisse stehen auch im Netz. Ich bin Mitglied im Schulausschuss des Städtetages. Dort kommunizieren wir das auch. Also meine Forderung an die Politik, wir brauchen eine Anschlussregelung für die Inklusion in die Arbeitswelt. Dankeschön. Damit würde ich dann nochmal zurückgeben, gerne. Es sind so viele verschiedene Aspekte angesprochen worden, wir können nicht alle aufgreifen. Deswegen würde ich Sie zu nochmal ganz kurzen Schlussstatement bitten. Herr Adam, Sie, was sind denn die Hausaufgaben, die Sie gerne sowohl der Politik als auch den Arbeitnehmern mit auf den Weg geben würden? Also ich wünsche dem Uwe Schummer und allen... Pardon, Arbeitgebern meine ich natürlich. Den Unternehmen, pardon. Ich habe es gar nicht verstanden. Egal. Ich wünsche dem Uwe Schummer und allen Abgeordneten und allen darüber hinaus die Kraft, das zu unterstützen, was ich versucht habe, in dieser Kürze heute rüberzubringen. Weil das sind alles Dinge, die wir für eine inklusive Arbeitswelt benötigen, die ich für die Schwerbehindertenvertretung so vehement einfordere, die nicht wehtun. Und ich konnte auch Ingo Kramer, dem Arbeitgeberpräsidenten, als wir mal die Chance hatten, mal eine Viertelstunde in Ruhe zu reden, erklären, dass wir keine Mitbestimmung und all diese Dinge wollen, die wahnsinnig viel Geld kosten, sondern dass wir ein Unterstützer des Unternehmens sein wollen in Fragen der Sozialpolitik und der Gesundheit. Das ist immer wichtig, dass man das so runterbringt, rüberbringt. Und der Ingo Kramer hat mir dann gesagt, so hat ihm das noch nie jemand erklärt. Natürlich nicht, weil es gibt viele, die reisen durch die Republik und machen nur Angst und bauen Angst auf und gibt denen keine Chancen. Wir fordern eine vernünftige Ausstattung der Schwerbehindertenvertretung, dass wir auch selbstbewusst im Betrieb zu diesen Themen tätig werden können und dass wir Menschen für die Schwerbehindertenvertretung gewinnen können, die auch klug sind und die dieses Thema nehmen können. Weil bei mir sehen Sie, meine Zeit ist bald abgelaufen, zumindest die Arbeitszeit, hoffe ich. Aber es muss auch wieder Leute geben, die danach sich entwickeln können. Und es muss nicht so immer so steinige Laufbahnen geben wie meinen, wo einem jahrelang was zwischen die Füße gestoßen werden. Und ich finde, dass die Gesetze im SGB IX, die super formuliert sind, Integrationsvereinbarung, betriebliches Eingliederungsmanagement, die müssen eine Rechtsfolge haben. Sonst macht da jeder mit, was er will und sagt, ja, wir machen das ja im Betrieb, aber beweisen muss er es keinem und letztendlich machen sie genau das weiter, was sie früher gemacht haben. Das sind so kleine Dinge und Uwe Schummer weiß das ganz genau und Hubert Hüppe weiß das ganz genau. Ihr habt ja selber Positionen dazu aufgestellt und wir würden gerne mit euch weiterarbeiten in dieser Frage. Und ich möchte mich letztlich nochmal bedanken für die Möglichkeit, hier dann teilzunehmen und ich hoffe, dass wir noch mehr Gelegenheiten haben, wenn wir sie dann benötigen, andere Kolleginnen und Kollegen von euch dann zu diesem Thema zu überzeugen. Ja, danke. Dankeschön. Frau Labrouillet, was ist Ihre Botschaft, die Sie der Politik noch mitgeben möchten? Ja. Ich glaube, dass Unternehmen ein Angebot aus einer Hand brauchen. Ich glaube, um das Potenzial von Unternehmen wirklich nutzen zu können, darf dieses Angebot nicht an institutionellen Grenzen scheitern. Das heißt, im Grunde muss es Möglichkeit zu sein, dass dieser An-
Bieter, sage ich mal, Unterstützer des Unternehmens sagen kann, okay, es geht um betriebsintegrierte Arbeitsplätze, es geht um Ausbildung, es geht um Beschäftigung, es geht um Qualifizierung unterhalb der Ausbildung. Wir können helfen, weil sie müssen den Blick in das Unternehmen haben. Es ist heute nicht so einfach zu sagen, ich gehe in ein Unternehmen, ich spreche mit dem Unternehmer, ich spreche mit den ganzen Mitarbeitern da. Am besten springt man in die Arbeitsbox und macht mit und kann aus dem Prozess heraus Wege entwickeln, dann glaube ich, dass wir viele Unternehmer finden. Das heißt, Individualisierung neben den institutionellen Ausrichtungen, alles das, was wir heute haben, ist wichtig. Es muss ergänzt werden und zwar durch einen Anbieter, der sich da 100% drauf konzentrieren kann. Das, sowas kann nicht nebenbei gemacht werden. Dankeschön. Herr Peters, Herr Barentsma. Ja, ich habe eigentlich zwei Zielgruppen, die ihre Rechte oder die diese Dinge mal anpacken müssen. Ich hoffe ganz innig, dass die Behindertenverbände und die Menschen, die behindert sind, ihre Rechte durchsetzen, dass sie mit dem Selbstbewusstsein auftreten gegenüber der Politik, das nicht nur angemessen, sondern dringend erforderlich ist, weil das, was wir heute erlebt haben, eben sehr deutlich gemacht hat, dass nicht nur ein Bedarf da ist, sondern es gibt ein Grundrecht auf Arbeit. Und dieses Grundrecht gilt für alle. Das ist unteilbar. Und ich finde, die Politik muss das endlich mal begreifen, dass sie den Weg dafür öffnen muss, dass die Menschen eben ohne Barrieren in den Arbeitsprozess hineinkommen. Die ganzen Instrumentarien müssen geschaffen werden. Das ist für mich ein Kern dieses Teilhabegesetzes, das da kommen muss. Und der Politik gebe ich ganz einfach den Auftrag, bitte packt die Dinge mal endlich lösungsorientiert und nicht problemorientiert an. Ich habe die Feststellung gemacht, weil ich eben an der niederländischen Grenze wohne, es gibt einen Mentalitätsunterschied, der die Niederländer so unglaublich erfolgreich macht in der Behindertenpolitik. Die fragen nicht immer nach den Barrieren, die da sind, sondern die setzen sich damit auseinander, wie kriegen wir die Barrieren weg. Und das ist, glaube ich, dasjenige, was also in der weiteren Beratung von Politikern zu erwarten ist, dass sie sich damit beschäftigen. Vielen Dank. Dann danke ich ganz herzlich den Gästen auf dem Podium, dem Publikum. Ich glaube, wir sind hier in einer gerade ganz entscheidenden Phase, die nicht nur auf rechtlicher Ebene ganz viel verändern wird, sondern hoffentlich auch auf kultureller Ebene. Machen Sie sich weiter bemerkbar und ich glaube im Nachhinein gar nicht so verkehrt, dass die Veranstaltung hier stattgefunden hat, mitten in der Halle des Paul-Löwe-Hauses, weil das auch eine andere Sichtbarkeit nochmal ist. Ich möchte die Podiumsrunde mit einem Satz von Richard von Weizsäcker abschließen, den er 1993 gesagt hat, der nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Dass Behinderung nur als Verschiedenheit aufgefasst wird, das ist ein Ziel, um das es uns gehen muss. Und ich glaube, wir sind heute vielleicht auch ein ganz kleines Stückchen weitergekommen auf diesem noch etwas steinigen und langen Weg. Und ich möchte überleiten und danken für die Geduld, weil es jetzt doch etwas länger gegangen ist, an Frau Dr. Astrid Freudenstein. Sie ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales im Bundestag. Sie ist vor allem die zuständige Berichterstatterin für das Teilhabegesetz und kennt aus ihrem Wahlkreis auch sehr viele Unternehmen mit inklusiven Angeboten. Bitte schön. Danke. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer an unserem Fachkongress, mir steht das Schlusswort zu, was immer eher eine undankbare Aufgabe ist, weil es ist nicht planbar, man weiß nie, wie so eine Veranstaltung läuft. Es ist eigentlich auch alles gesagt und irgendwie wollen dann auch alle mal heim. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, dass ich jetzt versuche, alles nochmal zusammenzufassen. Ich meine aber herausgehört zu haben, dass uns doch eines verbindet, nämlich wir alle wollen mehr miteinander, wir alle wollen mehr Inklusion und wir alle wollen mehr von dem Bewusstsein, dass Anderssein dann doch ganz normal ist und dass jeder von uns ja auch irgendwie ein bisschen anders ist. Dieses Bewusstsein trifft dann in diesen Hallen auf die politische Praxis und soll tatsächlich seinen Ausfluss finden im sogenannten eben Bundesteilhabegesetz, über das wir heute viel gesprochen haben. Dieses Bundesteilhabegesetz ist ein sehr schwieriges Projekt, es ist ja auch hier oft angeklungen, weil viele verschiedene politische Ebenen betroffen sind und auch, weil wir sehr verschiedene Strukturen in den Bundesländern vorfinden. Und ich möchte auch klarstellen, dass es nicht unser Ziel ist, gut funktionierende Strukturen oder Gesetze niederzureißen. Was wir mit dem Bundesteilhabegesetz wollen, ist, dass wir ein modernes Gesetz schaffen, das sich an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert und das den Menschen mit Behinderungen im 21. Jahrhundert gerecht wird. Und da gehe ich ganz mit meinem Kollegen Schieberling
der Chor, der sagt, es kommt darauf an, jetzt gute Lösungen zu finden, gute Kompromisse und dass tatsächlich, auch wenn ich weiß, das ist manchen sehr alt, darum geht, Gründlichkeit vor Schnelligkeit walten zu lassen. Wir stehen auch vor einigen ganz neuen Herausforderungen. Es kommen weniger Menschen mit Behinderungen zur Welt, aber immer mehr Menschen erwerben im Laufe ihres Lebens durch Unfall oder durch Krankheit eine Behinderung. Das heißt, jeden von uns kann es jeden Tag auch treffen, betroffener zu werden. Wir haben auch die erste Generation geistig Behinderter, die jetzt ins Rentenalter kommen in der Nachkriegszeit. Und wir haben die erste Generation, und auch dieses ist oft angesprochen worden, von Kindern und Jugendlichen, die inklusiv schon erzogen und beschult wurden und die jetzt selbstverständlich erwarten, dass sie auch auf dem Arbeitsmarkt inklusive Angebote vorfinden. Und hier steht uns einfach ein ganz, ganz großes Gemeinschaftsprojekt bevor. Es braucht die Politik, die dafür die Rahmenbedingungen schafft, dass der Wechsel von einer Werkstätte ins Arbeitsleben leichter wird, dass wir auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier schaffen. Es braucht aber natürlich und zuallererst die Bereitschaft unserer Unternehmer, solche Arbeitsplätze zu schaffen. Anders wird es nicht funktionieren. Und da möchte ich auch Sie bitten, einfach dafür zu werben, von guten Erfahrungen zu erzählen, aufzuklären, sonst werden wir es nicht schaffen, den inklusiven Arbeitsmarkt. Ich wünsche mir, dass wir in 2 Jahren ein gutes Stück weiter sind. Da drüben in diesem Sitzungssaal wird dieses Gesetz eines Tages im Ausschuss beschlossen werden. Ich wünsche mir, dass wir in 2 Jahren ein Gesetz haben, das den Menschen mit Behinderungen ein Leben ermöglicht, dass sie mehr als bisher selbstbestimmt führen können. Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich für die, wie ich finde, sehr gute Diskussion und für die gute Veranstaltung, auch bei Ihnen für die Moderation. Es ist ja nicht einfach so ein komplexes Thema, bei den Organisatoren, bei Ihnen allen, die Sie von teils sehr weit hergekommen sind, um mit uns darüber zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch gute Gespräche und eine gute Heimreise. Dankeschön. Applaus